Vielen Dank, schön, dass ihr Sie gekommen sind. Trotz des Klimastreiks und der vielfältigen Aktivitäten heute zum Klimatag mit uns darüber zu reden, darüber, wie sich das Klima zwischen dem Westen in Anführungsstrichen und Russland gestaltet. Ich bin ja Bickert-Projektleiterin von Weltgewand. Wir machen hier in Marzahn verschiedene Projekte und wir machen auch europäische Bildungsprojekte, gefördert über das Programm Erasmus+, wo wir zusammenarbeiten mit Organisationen in verschiedenen Ländern. Zum Beispiel beginnen wir jetzt auch eins zum Thema Klimawandel. Ich möchte Ihnen unsere Gäste vorstellen. Das ist einmal Herr Dr. Manfred Sapper. Er studierte Politikwissenschaft, Geschichte und Soziologie in Frankfurt am Main, in Siena und in Moskau. Wurde mit einer Arbeit über die Auswirkungen des Afghanistan-Kriegs auf die Sowjetgesellschaft promoviert und ist heute Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa. Er hat publiziert unter anderem das Buch mit Volker Weichsel zusammen, Die Ukraine im Wandel, stabile Instabilität in einem Zwischenland. Und als Herausgeber mit Katharina Rabe hat er veröffentlicht Testfall Ukraine, Europa und seine Werte. Er hat auch noch einen Artikel geschrieben, der ist im Internet frei zugänglich, der heißt Den Krieg überwinden, Jan Bloch, Unternehmer, Publizist, Pazifist. Den fand ich sehr lehrreich. Herr Ulrich Heiden hat sich freundlicherweise aus Moskau auf den Weg gemacht, hierher, ist Volkswirt, ist Historiker, hat zuvor Ausbildungen gemacht zum Metallflugzeugbauer und Mechaniker. Seit 1992 ist er freier Korrespondent der Wochenzeitung Der Freitag in Moskau. Schwerpunkte sind unter anderem die ausländischen Investitionen in Unternehmen in Russland, die Atomwirtschaft und Sozialreportagen. Zitat, so steht es auf Ihrer Website, ich sehe mich als Journalist, der das abbildet, was er in Russland und den Nachbarstaaten sieht und erlebt. Ich möchte weder positive noch negative Erwartungen bedienen, sondern Realität liefern. Ich will Themen nicht nur anschneiden, sondern gründlich recherchieren. Er hat kritische Berichte über die Regierung in Kiew veröffentlicht, auch den Film zusammen mit Marco Benson mit dem Namen Lauffeuer über den Brand im Gewerkschaftshaus in Odessa am 2. Mai 2014 und hat seit 2016 Einreiseverbot in die Ukraine. Mehrere Zeitungen haben auch die Zusammenarbeit mit ihm aufgekündigt seit 2014 folgende. Ich möchte es so halten, dass ich zunächst einige Fragen an beide stelle und dann sind Sie ganz herzlich eingeladen, sich mit einzubringen und zu beteiligen. Ich fange mal an mit Ihnen, Herr Sapper. Sie haben geschrieben, man kann eigentlich gar nicht von einem Russland ausgehen, sondern es gibt das moderne Russland, es gibt ein Russland der Vormoderne, es gibt ein antimodernes Russland und es gibt den Nordkaukasus. Erklären Sie das mal bitte. Naja, wir neigen aus deutscher Perspektive ja immer dazu, Mikrofon anschalten. Aha. Wir neigen aus deutscher Perspektive ja immer dazu, auf den Kreml zu gucken oder auf Putin zu gucken. Und wir nehmen den Kreml und das, was in der Kreml-Administration vor sich geht, als Russland wahr. Und das ist ein grundsätzliches Problem. Wir glauben auch, Amerika, das sei Trump. Und das ist natürlich falsch. Und wenn man das mit der Frage verbindet, die Sie ganz am Anfang gestellt haben, was ist eigentlich seit 1991, seit der Auflösung in Russland passiert, so müssen wir zu dem Ergebnis kommen, das Land hat sich atemberaubend verändert. Es hat sich gigantisch modernisiert. Es ist mittlerweile so, dass Sie in einem Plastikuniversum mit Smartphone und mit Kreditkarten und den ganzen modernen Dingen in den Metropolen konfrontiert sind und überhaupt nicht mehr den Unterschied merken, ob sie jetzt in New York, in Moskau, in Berlin, in Paris oder in London sind. Das ist völlig klar. Ja? Aber gleichzeitig ist ein Strukturprinzip, was in der Sowjetunion existiert hat, durch die Transformation nicht beseitigt worden, sondern ist eigentlich schärfer geworden. Wir haben ein modernes Russland, das in diesen großen Metropolen ist, wo die jungen Leute der Träger dieser Modernisierung sind, die eingebunden sind in die gesamte Welt, die mobil sind, die reisen, die in allen
Beziehungen total westlich sind, wenn man Konsummodelle, Jeans, den ganzen Microsoft und Apple und Coca-Cola-Kram als modern begreift, dann sind die total da angekommen. Und auf der anderen Seite gibt es ein antimodernes Russland, das in der Regel aus der frühen sozialistischen Industrialisierung der Periode ab dem ersten Fünfjahresplan 1928 folgende ist. Das sind diese großen Industriezentren, Magnitogorsk, Kemerovo, also all das, was den Aufbau der Sowjetunion in den 30er Jahren auszeichnete. Kohl, Stahl, große Industriebetriebe. Und die haben im Prinzip praktisch keinen volkswirtschaftlichen, keinen infrastrukturellen Wandel gehabt. Und dort sind Millionen Leute bis heute abhängig davon, dass der Staat diese Städte unterstützt, die sogenannten Monostädte, die in Russland bis heute existieren. Und das dritte Russland ist dieses Prämoderne, denn jeder von Ihnen, insbesondere die, die aus Russland oder aus der Sowjetunion kommen, die kennen die Situation, sie fahren aus der Moskowskaja Oblast raus und plötzlich ist es eine andere Welt, ein anderes Land. Und das, was bereits die Dorfschriftsteller, also wenn man hier in dem Tschechow Theater ist, darf man die ja erwähnen, die Rasputins, die Bielows und so erwähnt hatten, war der totale Niedergang der russischen Provinz, wo heute ganz, ganz wenige Menschen nur noch leben, in der Regel alte, einsame Mütterchen, wahnsinnig hoher Alkoholismusanteil bei den Männern. Die Menschen leben im vormodernen Zeitalter. Sie haben die Bedingungen nicht, um überhaupt davon reden zu können, dass wir in irgendeiner globalisierten Welt sind. Und diese drei Russländer, diese drei Russlands existieren nebeneinander. Und das sind einzelne Inseln, wo dann die große Moderne repräsentiert ist, in Novosibirsk, in Tscheljabinsk und wie die großen Millionenstädte eben heißen. Und auf der anderen Seite diese antimodernen Städte, die über das gesamte Gebiet verteilt sind, die prämodernen, die insbesondere in der russischen Provinz, in der Weite der Fläche vorhanden ist, und der Sonderfall Kaukasus, wo etwas ganz Fatales passiert ist, dass nämlich fast wie zu feudalen Zeiten Putin gesagt hat, wir haben keine Lust mehr, uns mit diesem Kram zu beschäftigen. Hat sich einen ausgesucht, der die volle Verantwortung übertragen bekam, nämlich Ramzan Kadyrov, und dessen Aufgabe ist es, mit Milliarden Dollar oder Rubel, die er aus Moskau, aus dem zentralen Budget bekommt, machen zu können, was er will. Hauptsache, es herrscht Ruhe und Ordnung. Das ist das vierte Russland. Und das ist nicht eine Idee, die auf meiner journalistischen Beobachtungsgabe beruht, sondern das haben russische Geografen, Sozialgeografen, eine Dame namens Natalia Subarevich und ein Team von Soziologen aus dem Levada-Zentrum einfach an Indikatoren festgestellt, wie viel Geld haben die Leute zur Verfügung, wie viele Computeranschlüsse haben sie, wie oft benutzen sie die Mobiltelefone, was haben sie an Lebensmitteln, an Konsumgütern, und da lässt sich das sehr präzise über diese Bevölkerung von den 145 Millionen Menschen abbilden. Fazit: Es gibt nicht ein Russland, Russland ist nicht Putin, Russland ist nicht das Regime, mit dem wir heute konfrontiert sind, sondern es gibt vier Russländer und wir haben eine atemberaubende Ausdifferenzierung von Lebensstilen und sozialen Gruppen und Milieus heute im Jahr 2019 zu sehen, die mit dem auf den ersten Blick nichts mehr zu tun hat, was 1991 mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion in Gang gesetzt wurde. Vielen Dank. Herr Heiden, teilen Sie diese Diagnose, teilen Sie diese Sicht? Und wenn ja, dann stellt sich natürlich die Frage, wie konnte es sich dahin entwickeln und welche Rolle könnte man vermutlich dabei dem Transformationsprozess zuschreiben, also der Umgestaltung der Wirtschaft und Gesellschaft in den 1990er Jahren? Also teilweise teile ich diese Sicht, aber
Ich sehe Russland noch aus einer anderen Perspektive, und zwar aus der Perspektive, was die Leute sich wünschen und was sie denken, verloren zu haben. Und so wollte ich einfach mal eine Zahl bringen. Also 2008 hat das von Ihnen erwähnte Levada-Zentrum festgestellt bei einer Umfrage, dass 66% der Menschen der Sowjetunion nachtrauern. 60% glauben, man hätte die Sowjetunion erhalten können. Und ich glaube, 20%, 22% glauben das nicht. Und diese Zahl, also dieser hohe Nostalgie, sag ich mal, an die Sowjetunion, ist so hoch wie 2000, also als Putin an die Macht kam. Und was sieht man daraus? Also die in der Situation jetzt der Krise, ökonomischen Krise, Sanktionen und Verarmung und so weiter, ist es so, dass die Leute sich eben wieder auf die, ja, dass sie eben das wieder erinnern und vielleicht sogar verklären auch, also ich meine den Stalinismus, Repression und so weiter, da erinnern sie sich nicht, aber sie erinnern sich eben an Stabilität, Sicherheit, Einkommen, Urlaub und so weiter. Und ich meine, das ist natürlich für Putin, das ist eine schwierige Situation. Er hat natürlich in seiner Amtszeit, hat er kokettiert, sag ich mal, mit sowjetischen Symbolen, hat zum Beispiel die sowjetische Nationalhymne, hat er wieder eingeführt. Jelzin hatte eine andere Hymne, hat sie wieder eingeführt mit der alten Melodie, aber mit einem neuen Text. Und also Putin war so ein, das ist übrigens auch eine These vom Levada-Zentrum, war so ein Mensch, der alle Sehnsüchte der Menschen so auf sich gezogen hat, also alle verschiedenen, also die Sowjetnostalgie bis hin zu modernen Vorstellungen. Aber für mich ist das, soll ich das sagen, also für mich ist das selber, obwohl ich es nicht in der Sowjetunion gelebt habe, ist es, also ich selber wohne seit 92 und muss zugeben, dass ich auch schon manchmal der Sowjetunion nachtrauere. Obwohl ich weiß, die Bevölkerung real will sie, glaube ich, nicht zurück. Aber trotzdem ist in ihrem Kopf diese Vorstellung. Und das ist auch eine sehr wichtige Sache, dass dieses, was heißt Sowjetunion Nostalgie? Das heißt eben auch, ja, was hat das alles überdauert? Also die ganzen sowjetischen Fernsehfilme, die ganzen Schauspieler, die ganzen Lieder, der 9. Mai mit diesen Armeeliedern, und das wird teilweise in Deutschland meines Erachtens völlig falsch einsortiert. Das heißt also, Sowjetnostalgie wird verbunden mit Diktaturnostalgie, mit harter Hand. Und ich sehe da mehr einfach Nostalgie nach sozialer Stabilität. Und gut, man kann das kritisieren, dass die Leute über die Repression nicht nachdenken. Also, aber ich meine, das ist... Also meine Sicht, dass ich sehr besorgt bin über die soziale Spaltung in Russland, weil eben der Kapitalismus, wie er sich in Russland entwickelt hat, sich sehr ungerecht entwickelt hat, also eine sehr kleine Schicht von Superreichen, eine Mittelschicht, die fast nicht existiert, also vielleicht in den Großstädten, und eben eine große Masse von Menschen, die kriegen, was weiß ich, 15.000 bis 50.000 Rubel, also was weiß ich, das sind 200 bis 500 Euro ungefähr. Die Lebenskosten in Moskau zum Beispiel, wo ich wohne, sind so mindestens so wie in Berlin. Also, und das ist eigentlich unvorstellbar. Also, was die Sowjetunion, also was der Zerfall der Sowjetunion an sozialem Elend wirklich hinterlassen hat, obwohl die Leute fühlen. Natürlich, auf der anderen Seite fühlen sie sich auch wiederum frei, weil sie können Fernsehen gucken und sie können theoretisch auch sogar ins Ausland fahren, was aber nur 10% bis 15% der Leute machen. Also es ist ein merkwürdiges Gefühl, ich kann es in einem Wort gar nicht beschreiben. Vielen Dank. Sie haben jetzt so eine Art Sozialstruktur verbunden mit dem Begriff der Moderne geliefert. Bei Ihnen klang jetzt stark an, natürlich, wie die Leute das auch wahrnehmen und ihre Lebensverhältnisse, die Lebensverhältnisse, die auch geprägt sind von sozialen Spaltungen. Ich habe bei Ihnen auch gelesen, dass es seit ungefähr 20 Jahren
eine Einkommenssteuer gibt, die für alle gleich ist, egal wie vermögend sie sind, die liegt bei 13%. Genau. Wollen Sie gerade anheben, darauf zu reagieren? Naja, also ich finde, wir müssen uns auch, wenn wir damals aus der DDR-Perspektive diesen Wandel sehen, müssen wir uns nochmal vor Augen halten, was da passiert ist. Das wird 2019 ja immer in dieser deutschen Perspektive ein bisschen anders beleuchtet, als es in anderen Ländern der Fall war. Womit alle konfrontiert waren, war das Dilemma der Gleichzeitigkeit. Die sollten eine neue Wirtschaft aufbauen, die sollten ein neues politisches System aufbauen und sie sollten eine neue Gesellschaft aufbauen. Und im speziellen russischen Fall war überhaupt nicht klar, wo ist denn eigentlich Russland? Wer gehört denn zu dieser Gesellschaft? Gehören die Russen beispielsweise in der Ukraine oder die Russen in Estland dazu oder gehören sie das nicht? Und in dieser Hinsicht war das atemberaubend. Wenn wir auch aus russischer Perspektive im Jahr 2019 sagen, was ist denn da passiert, dann ist der Hauptbefund, es ist atemberaubend, was da passiert ist. Und es ist eine positive Sache. Denn wenn man sich anschaut, wie multinationale Imperien in der Geschichte sich aufgelöst haben, das Russische Reich 1918, das Osmanische Reich 1918, das Österreich-Ungarische Reich, dann hat das ein Gemetzel und ein Blutvergießen und eine Todeszahl nach sich gezogen, die in die 100 Millionen ging. Das muss man ganz klar sagen. Dagegen ist die Auflösung der Sowjetunion als das letzte multinationale Imperium atemberaubend friedfertig zusammengeprallt. Und es gab niemand in Russland und es gab niemand im Westen, der ein Rezept gehabt hätte, wie baut man so etwas auf. Anders als in der DDR, worüber die DDR-Bevölkerung sich ja zum Teil bis heute noch aufregen kann, berechtigt, wenn es um die demokratische Frage geht, warum da keine neue Verfassungsdebatte oder so durchgeführt wurde, gab es kein funktionierendes Rechtssystem, was man einfach übergestülpt hat und jetzt funktioniert es so. Sondern sie mussten sich das selbst austragen und in dieser Phase entsteht die Grundlegung für die soziale Spaltung, für die Ungerechtigkeit, die wir uns vor Augen halten müssen. Es gibt kein Land auf der Welt, was ungerechter strukturiert ist, wo der sogenannte Gini-Koeffizient, die Einkommensdiskrepanz zwischen den ganz Reichen und den ganz Armen, größer ist als Russland. Und diejenigen, die die heutigen Superreichen sind, sind in der Regel diejenigen, die während der Perestroika, in der Spätphase der Sowjetunion, an den Schlüsselstellen der Macht saßen. Diejenigen, die als Minister in der Gasindustrie waren, sind durch die Privatisierung anschließend selbst reich geworden. Diejenigen, die in dem unmittelbaren Umfeld von Jelzin waren, die Beresowskis, die Potanins, die Prochorows, die es bis heute alle gibt und die sich mit Putin außerordentlich gut arrangiert haben, sind plötzlich die superreichen Milliardäre geworden. Und alles, was Sie sagen, Herr Heyer, ist natürlich immer unter dem Vorbehalt, dass alles anders ist. Sagt überhaupt nichts, ob einer 500 Euro oder 200 Euro Rente bekommt oder Geld verdient, wenn ich gleichzeitig nicht dazu sage, dass zum Beispiel mit der Privatisierung verbunden war, dass die russischen Leute von heute auf morgen die Wohnungen geschenkt bekamen. In Moskau. Dass jeder dort die Wohnung benutzen konnte, die er zu dem Zeitpunkt hatte. Wenn ich keine Miete zahlen muss in Moskau, habe ich eine signifikant andere Summe. Und aus der sowjetischen Perspektive wissen wir alle, dass es immer die Diskrepanz zwischen offiziellen Einkommen und der Beschaffung von Geld Lewoi Rukoi gab. Immer. Gibt es bis heute. Doppelte Kassen, doppelte Buchführung, doppelte Einnahmen, all diese Angaben taugen nichts. Ja? Und in dieser Hinsicht würde ich also sagen, was in der Sowjetunion an Strukturproblemen existiert hat, wurde in einigen Bereichen verschärft durch den Kapitalismus. Weil die Eliten, die vorher die politische Macht hatten, heute gleichzeitig die wirtschaftliche Macht kontrollieren. Putin ist Milliardär geworden. Im unmittelbaren Umfeld der putinschen Herrschaft bewegen sich nur Millionäre und Milliardäre, die
offiziell nach den Gehaltslisten, die der Kreml bekannt gibt oder die die Ministerien für ihre Angestellten bezahlen, $100.000 pro Jahr maximal verdienen können, aber über Vermögenswerte in Millionen, in 10 Millionen, 20 Millionen verfügen. Einer beispielsweise, der uns sehr bekannt war, weil er hier in Berlin ein Institut gegründet hat, ist der Herr Yakunin, der ehemalige Chef der Eisenbahn aus dem Geheimdienstumfeld von Herrn Putin. In der Hinsicht würde ich sagen, wir haben es mit einer partiell erfolgreichen Privatisierung zu tun. Das Regime selbst gehört aber zu den primären Nutznießern dieses Kapitalismus und hat allergrößtes Interesse, den Status quo in Russland so zu erhalten, wie er ist, weil er von Russlands Wirtschaftsstruktur primär profitiert. All das, was in Polen oder in Ungarn, in Tschechien oder in der Slowakei gelungen ist, nämlich eine Modernisierung der Volkswirtschaft, ist in Strukturbereichen Russlands leider unterblieben. Weil Russland als einer der Staaten mit der größten Verfügungsgewalt über Rohstoffe bis heute massiv von dem Export von Öl und Gas lebt. Die Hälfte des Haushaltseinkommens kommt aus dem Export dieser Güter und diese Güter werden kontrolliert und finanziell abgeschöpft von einer ganz, ganz kleinen Elite von etwa 10.000 Menschen in Russland, die von den absolut ungerechten, intransparenten und zum Teil durch Korruption und Kriminalität geprägten Strukturen profitieren, zu Lasten der eigenen Bevölkerung. Herr Heiden, teilen Sie das? Sehen Sie das auch so? Und dann frage ich mich, die Sanktionen, die jetzt angestrengt wurden, seitens der Europäischen Union, seitens auch der USA, können die nicht dann auch einen Modernisierungsschub vielleicht nach sich ziehen, der genau diese Strukturen sogar aufbrechen könnte? Also diese Beispiele, die Sie vorgebracht haben, sind zugespitzt und dadurch auch falsch. Also nochmal zu Ihrem vorigen Beitrag, Sie sagen, Kadyrov regiert in Tschetschenien mit Millionen Geldern aus dem russischen Staatshaushalt. Also ich war selbst jetzt in Tschetschenien, in Grozny, und habe mich jetzt nochmal danach erkundigt, wer hat die Hochhäuser in Grozny gebaut? Und dann bin ich auf einen tschetschenischen Unternehmer gestoßen, der gehört zu den 200 reichsten Russen oder 200 reichsten Bürgern der russischen Föderation. Und also einige sind eben noch tschetschenische Geschäftsleute auch, die schon lange in Moskau wohnen, aber es ist nicht jetzt nur eine reine, es gibt diesen Kadyrov-Fonds, da zahlen also noch andere ein. Der ist nicht öffentlich, aber auch diese These, Putin ist Milliardär, das weiß ich, das wird von jeder deutschen großen Zeitung wird das geschrieben, aber es gibt keine Belege dafür. Also es gibt ja eine Verweise, ja, Rothenberg oder was weiß ich, irgendein Befreundeter, oder der würde seine Gelder verwalten, oder sein Geiger würde die Gelder verwalten, aber verstehen Sie, das ist, ehrlich gesagt, also, das gefällt mir nicht. Diese einfachen Thesen, die kommen ganz gut an. So, Einkommensunterschied ist riesig. Es ist aber auch so, dass Putin mit 70% gewählt worden ist vor einem Jahr, dass er also eine große Popularität hat. Ich bin nicht sein Anhänger, aber ich frage mich, warum fragt keine deutsche Zeitung nach oder auch in Talkshows, warum ist Putin so populär? Ich meine, wenn Sie ins Moskau, ins Internet gehen, also in YouTube und was weiß ich, können Sie also hunderte von oppositionellen Stimmen hören, die genau diese Thesen auch vertreten, dass die ganze Oberschicht in Villen lebt, dass das geklautes Geld vom Staat ist. Da werden Drohnenaufnahmen von Nawalny, werden denen gezeigt. Trotzdem wählen die Leute Putin. Ja, warum? Weil er praktisch trotzdem lässt die Oligarchen reich werden, aber er organisiert auch einen bestimmten, mal sagen, mindestens sozialen Schutz. Seit 2000 hat er das eben aufgebaut. Der russische Staat war ja fast zerfallen. Die Leute haben monatelang auf ihre Renten gearbeitet.
Ich kenne zum Beispiel der Mann meiner russischen Frau, der arbeitet in einem Flugzeuginstitut, der ging morgens zur Arbeit, stempelte und dann ging er wieder raus zu seinem Auto und fuhr Taxi, sonst hätte er die Familie nicht ernähren können. Das war die russische Realität und Putin hat das praktisch geschafft, diesen Staat wieder stabil zu machen und ich meine diesen enormen wirtschaftlichen Aufschwung in den Metropolen, dass sie, was Herr Sapper am Eingang erwähnt hat, dass sie schon keinen Unterschied mehr feststellen können zwischen europäischen Metropolen oder sogar die USA und Moskau, das ist letztendlich auch ein Resultat von Putins Stabilitätspolitik. Also da kann man hier eigentlich einiges kritisieren, aber ich meine, es ist auch eine Tatsache, dass es keine Alternative zurzeit gibt. Die Leute kritisieren Putin, vor allen Dingen für diese sozialen Fragen. Der Protest wegen der Rentenreform, die Heraufsetzung des Rentenalters ist sehr groß. Aber es gibt aus meiner Sicht keine reale Bewegung zu einer Revolution oder zu einem Aufständen. Also denen, sag ich mal, wenn ich deutsche Zeitung aufschlage, dann habe ich immer das Gefühl, die Leute warten, wann stürzt Putin endlich. Also das Hauptproblem von Russland, Putin, der das Land aussaugt sozusagen. Ne? Und das ist auch eine für die zugespitzte Situation zu Ihrer Frage mit den Sanktionen. Das ist eine wirklich sehr interessante Frage, weil in Deutschland auch die Russland-Freunde sagen, oh Gott, die Sanktionen, das ist ja ganz schrecklich. Man muss auch die andere Seite sehen, die Sanktionen haben dazu geführt, dass die Landwirtschaft zum Beispiel in Russland um 14% gewachsen ist in den letzten Jahren, dass auch in der Chemieindustrie gibt es auch Wachstumszahlen und natürlich die Möglichkeit, die Russland hätte, also aufgrund seines riesigen seiner Bodenschätze und die Möglichkeiten, die in den letzten 25 Jahren einfach so, die man hat verstreichen lassen. Also man hätte Russland natürlich viel schneller aufbauen können und viel gerechter, das ist völlig klar. Und ich bin auch absolut unzufrieden, dass viele Chancen eben dass die einfach verstrichen sind. Und ich denke aber, dass die Sanktionen auch eben einen positiven Faktor haben, weil sie eben die Landwirtschaft zum Beispiel gezwungen haben. Es gab zum Beispiel in Moskau keinen guten Käse mehr. Also der sowjetische war irgendwie verschwunden vom Markt. Da haben alle Leute Schweizer und französischen Käse und deutschen Käse gekauft. Und seit 2014 hat die Landwirtschaft eben dafür gesorgt, dass eben gute Milchprodukte jetzt im Laden zu finden sind. Und das kann ich nur begrüßen. Ich finde es natürlich traurig, dass es Sanktionen braucht, dass bestimmte Wirtschaftsbereiche in Russland sich entwickeln. Genau, dann hat das ja offenbar doch eine gewisse Dynamik in Gang gesetzt. Ich habe nichts dagegen, wenn Sie unterschiedlicher Auffassung sind, das belebt die Debatte. Sie wollten darauf reagieren. Ich wollte Ihre allererste Bemerkung vorspannen. Gibt es eigentlich Spannungen zwischen Ost und West? Sind wir in einer kritischen Situation? Und wenn man sich anschaut, dann muss man sagen, diese Sanktionen, die angeblich Russland und Europa trennen, sind die sanftesten Sanktionen, seitdem es Sanktionen gibt. Man merkt überhaupt nichts von Sanktionen. Weder die Deutschen spüren diese Sanktionen, noch die Europäische Union, noch Russland. Und zwar deshalb, weil diese Sanktionen ganz, ganz eindeutig auf einzelne Figuren, auf einzelne Politiker, auf einzelne Verantwortliche sich richten. Zweitens auf ausgewählte Instrumente, beispielsweise, dass russische Banken keine Kredite auf den internationalen Märkten aufnehmen dürfen. Und drittens erst nach dem Abschuss der Maschine MH17 über der Ukraine wurden ganz bestimmte Branchensanktionen festgelegt. Aber mal ganz kurz, was ist eigentlich eine Sanktion? Und ist was Positives, gerade am Weltfriedenstag. Eine Sanktion ist die politische Entscheidung, dass ich von einem Krieg absehe. Und das ist gut. Das ist richtig. In den vergangenen Jahrhunderten war der Überfall von einem auf den anderen und die Aneignung eines Teils eines Territoriums ein Kriegsgrund.
Und innerhalb kürzester Zeit nach der Annexion der Krim und dann nach dem Beginn des Krieges in der Ostukraine hat Frau Merkel und haben alle westlichen Beobachter von Anfang an gesagt, wir haben es hier zwar mit einem Völkerrechtsbruch zu tun, der all das, was wir seit 1970 an Entspannungspolitik in Europa mit ganz, ganz starkem Engagement der Sowjetunion damals erreicht hat, kaputt gemacht hat, aber die Krim ist kein Kriegsgrund. Wir wollen keinen Krieg führen. Niemand will einen Krieg führen. Und gleichzeitig bleibt ein Großteil der wirtschaftlichen Verflechtung, die sowohl Russland braucht, als auch der Westen, davon völlig unberührt. Die Gaslieferungen aus Russland gehen weiter. Die gingen vorübergehend sogar weiter in die Ukraine, gingen weiter in die in das polnische Netz. Wovon ist hier eigentlich die Rede? Die deutsche Industrie produziert nach wie vor, zum Teil nicht mehr aus Deutschland, sondern in Russland. Die Direktinvestitionen deutscher Unternehmen in Russland sind seit 2016 wieder gestiegen. Also da ist überhaupt nicht das Problem. Das zentrale Problem lautet, die Sanktionen sind ein Stoppschild, um der russischen Führung klarzumachen, ihr zerstört all das, was eure Vorgänger von Brezhnev über Andropow, Gorbatschow geleistet haben, selbst. Indem ihr damals die Unverletzlichkeit der Grenzen haben wolltet. Ihr wolltet die von den Deutschen, ihr wolltet die von den Amerikanern und ihr habt sie bekommen mit der KSZE-Schlussakte von Helsinki 1975. Die DDR wollte die haben, weil die Deutschen im Westen in ihrem Grundgesetz stehen hatten, dass die Grenzen des Reiches von 1937 immer noch gelten. Und genau dies ist durch die Annexion der Krim leider zerstört worden. Und diese Annexionen und diese Sanktionen sind in dieser Hinsicht an ein ganz enges politisches Problem gekoppelt, nämlich beendet den Krieg die Lieferungen von Waffen und von Unterstützung in der Ostukraine und dann können wir über die Aufhebung der Sanktionen sprechen. Das ist die Situation. Die politische Lage zwischen Russland und den westlichen Staaten ist so entfremdet wie nie zuvor. Gleichzeitig funktioniert selbstverständlich sowohl der wirtschaftliche Austausch als auch der zivilgesellschaftliche Kontakt mit Einschränkungen. Aber diese Einschränkungen, die werden nicht von den Deutschen oder von den Europäern durchgeführt, sondern die Einschränkungen verantwortet das Putin-Regime, indem es die eigene Zivilgesellschaft seit 2012 systematisch versucht, kaputt zu machen. Dass nämlich NGOs, die mit westlicher Hilfe sich zum Beispiel um soziale Fragen, ökologische Fragen, um Aufarbeitung der Vergangenheit kümmern, wie Memorial, heute als ausländische Agenten stigmatisiert, kriminalisiert werden, die ähnlich wie 1933 folgende, die Juden in Deutschland einen Stern tragen mussten, heute diese ganzen NGOs überall, wenn sie irgendwas publizieren oder wenn sie auftreten, das Abzeichen aufbringen müssen, ich bin ausländischer Agent. Und diejenigen, die sich weigern, dies zu tun, wie zum Beispiel Umweltschutzorganisationen, werden strafrechtlich verfolgt, mit dem Ergebnis, dass wir vor einem Monat hier in Berlin eine alte Dame hatten, die politisches Asyl beantragte als Vorsitzende einer Umweltorganisation, die sich weigerte, sich als ausländische Agentin bezeichnen zu lassen. Seit 2011/12 hat in Russland das herrschende Regime 50 Gesetze verabschiedet, mit denen zivilgesellschaftliche Organisationen und Menschen aller Art, zum Beispiel die verfassungsrechtlich garantierten Bürgerrechte wie Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit etc.,
eingeschränkt worden sind, bis zu diesen Bildern, die sie in den letzten 2 Monaten regelmäßig aus Moskau über die Frage gesehen haben, was passiert eigentlich, wenn Leute demonstrieren. Ich sage Ihnen klipp und klar, ich bin gegen jede Form von autoritärer Herrschaft. Ich halte das, was in der Türkei oder in China passiert, für absolut kritikwürdig. Ich halte reaktionäre, repressive Regime aller Art für absolut indiskutabel. Und ich kann nur feststellen, aus der Logik der Entspannungspolitik der 70er Jahre gibt es einen Zusammenhang zwischen Frieden, Entspannung und Menschenrechten im Inneren. Wenn wir an die großen Figuren wie Sacharow als Vorbilder für Entspannungspolitik denken, und das ist das Ziel, was wir wieder in die Debatte bringen müssen. Es darf keine Entspannungspolitik geben, ohne die Anerkennung der Grundrechte dieser Menschen in all diesen Staaten, die Teil des Europarats sind. Und da gehört Russland, Gott sei Dank, nach wie vor dazu und hat sogar als Gegenargument zum Thema Spannungsverschärfung jetzt im Sommer wieder das Stimmrecht in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats zurückbekommen, das Russland entzogen worden war, als Reaktion auf die Annexion der Krim. Gut, jetzt haben Sie ja eine ganze Menge Dinge angesprochen. Ich fand, das war jetzt eine starke Rhetorik da mit dem Vergleich mit dem Judenstern. Ich würde das jetzt erstmal so nicht unterschreiben. Ich habe auch die Frage, die Sanktionen, wenn sie denn so leicht und fast schon zart sind, warum erhebt man dann diese Art von Sanktionen? Und natürlich auch nochmal, so habe ich... Sanktionen haben schon auch Auswirkungen gehabt, zum Beispiel auf die ostdeutsche Wirtschaft. Also das Wachstum der ostdeutschen Wirtschaft ist ja durchaus zurückgegangen und das ist nicht 1:1 gekoppelt mit den Sanktionen, aber befördert durch die Sanktionen das nachholende Wachstum in Ostdeutschland. Also es sind schon auch, gibt schon auch negative Betroffenheiten davon. Aber jetzt haben wir natürlich, oder wollten Sie jetzt erstmal direkt darauf reagieren? Okay. Und dann kommen wir direkt auch noch auf die Frage, war die Ukraine, war das eine Annexion oder eine Sezession oder was auch immer? Sie haben jetzt selbstverständlich von einer Annexion gesprochen. Vielleicht, dass wir das dann noch auseinandernehmen. Also Sie haben gesagt, es darf keine Entspannungspolitik geben ohne Menschenrechte. Also ich meine, das, also da hängen Sie die Latte unheimlich hoch. So wird es keine Entspannung mit Russland geben. Weil Russland lässt sich vom Westen nicht vorschreiben, was es da für Rechte geben soll. Ich meine, reale Realität. Die Russen sind konservativ in ihrer Mehrheit und die haben keine Lust auf Gay Prides. Also ich finde das schade, aber sie haben keine Lust darauf. Sie sind einfach konservativ und sie wollen, also wenn sie hören Menschenrechte, dann denken sie an aufgezwungene westliche Werte, wie wir sie in Europa leben. Und gut, die Entspannungspolitik 70er Jahre, da ging es um Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, natürlich, klar, das ist zu einer Spitze. Warum geht das jetzt nicht? Vielleicht was er will. Aber also es ist einfach so, der Westen muss sich abgewöhnen, als Lehrmeister gegenüber Russland aufzutreten. Also da kommt man absolut nicht weiter. Man muss über Abrüstung reden, also über neue Rüstungskontrolle. Man muss über, was weiß ich, zivilgesellschaftliche Kontakte reden. Aber irgendwelche lehrmeisterlichen Sachen, der Zug ist absolut abgefahren. Und da löst man höchstens Gegenreaktionen aus. Da spricht man eigentlich auch sozial gesehen nur eine kleine Schicht an, eine Mittelschicht, die aufgeklärt ist, die sich dem Westen verbunden fühlt, die in Moskau, Petersburg und vielleicht in Novosibirsk und Nizhny Novgorod lebt. Aber die breite Masse, also die 120 Millionen nicht-akademischen Russen, die wollen erstmal vor allen Dingen Stabilität und Einkommen haben. Und für die sind diese...
Das kann man kritisieren, aber die demokratischen Werte, die uns wichtig sind, als Deutsche oder als Europäer, sind denen nicht so wichtig. Das muss man einfach so sehen. Ich meine auch der Vergleich mit der Judenverfolgung. Also das ist mit der Stigmatisierung. Ich habe das gesagt, dass sie sich zeigen müssen. Natürlich. Ja, aber das Bild, das stimmt überhaupt nicht. Verstehen Sie? Die müssen in ihren Broschüren einfach nur reinschreiben, ausländischer Agent. Und dieses Wort Agent, es klingt im Deutschen schlimmer, als es im Russischen ist. Also im Russischen heißt es eigentlich Spion oder Spion. Also Beobachter. Was? Beobachter. Ja, oder? Also auf jeden Fall, die Frau, die das nämlich eingeführt hat, Veronika Krasheninikow, eine Mitglied der Partei Einiges Russland, die hat als Beraterin einer russischen Organisation in New York gearbeitet und wurde dort konfrontiert mit den amerikanischen Bestimmungen, also äußerst strenge Bestimmungen, wo also jede russische Organisation in den USA sich strengstens kontrollieren lassen musste und ihre Bilanzen vorlegen musste. Genau das gleiche wird von den westlichen Organisationen auch gefordert. Ich finde das normal. Ich sehe auch eine Repression in Russland, also gegen jetzt bei diesen Demonstrationen, die ich auch ablehne. Aber das, wie ich schon sagte, das russische Internet ist voll von Opposition und ist nur eine Sache, dieses düstere Bild, was Herr Zappa von Russland malt, mal ein bisschen aufzufrischen. Also wahrscheinlich haben Sie mitgekriegt, wurde dieser Journalist, Golunov hieß er, glaube ich, vor ein paar Monaten, wurde erst übel verhaftet und dann wurde er freigesprochen aufgrund von Protesten. Jetzt wurde ein Schauspieler, Ustinov, der wurde auf der Straße übel zusammengeschlagen, weil er protestierte da, wurde jetzt, gab es eine riesen Protestwelle. Es haben sich sogar 100 kirchliche Würdenträger haben einen offenen Brief unterschrieben. Also was völlig Neues. Man denkt, die russisch-orthodoxe Kirche ist ein furchtbarer rückwärtsgewandter Haufen. Da gibt es aber auch also sehr viele Leute, die einfach Demokratieeinschränkungen schlecht finden. Also ich wollte nur sagen, verstehen Sie, die Russen, finde ich zu Recht, beobachten, dass der Westen, also vor allen Dingen die USA, Russland praktisch mit bestimmten finanziellen Maßnahmen in Nachbarstaaten versuchen, Einfluss zu gewinnen. Also ich meine, Viktoria Nuland hat das ja sogar zugegeben, 5 Milliarden haben wir investiert in die Ukraine, also in den Aufbau von NGOs, haben wir versucht sozusagen eine westlich orientierte Schicht in der Ukraine, ich sag das Wort heranzüchten, ist vielleicht etwas hart, aber sozusagen dem also auf die Beine zu helfen. Und das hat sich also bezahlt. Ja, gut, wurde der Maidan, was für mich ein Staatsstreich war, mit westlicher medialer Unterstützung. Und natürlich, wer möchte einen Staatsstreich in seinem Staat haben? Also ich meine, die Russen, das ist nicht nur Putin, der um seine angeblichen Milliarden bangt. Die Russen selbst sind nicht revolutionsbereit. Die haben von der Revolution die Schnauze voll. Die wollen schon also mehr Freiheit, wollen mehr keine Repression, aber eine Maidan-Revolution, die dazu führt, dass, ja, wozu führt das? Ukrainische Industriebetriebe werden zugemacht. Das berühmteste Transportflugzeug der Ukraine, ich weiß nicht, wie das heißt, wurde an China verkauft. Das berühmteste Flugzeugtriebwerksfabrik Siege in Zaporozhye soll jetzt an China verkauft werden. Der Wald in den Karpaten wird in den Westen geschafft. Die ukrainischen Leute völlig verarmt, arbeiten in Polen, weil die Polen haben freie Stellen, weil die Polen in Deutschland arbeiten. Verstehen Sie, diese westliche Öffnung der Ukraine führte zu einer sozialen Verelendung. Auch das ist einfach eine Tatsache. Und davor haben die Russen Angst. Und die russischen Medien schüren auch, sag ich mal, diese Angst vor diesem Maidan. Nicht vielleicht diese soziale Seite, sondern mehr diese Seite des Chaos und der Instabilität. Aber ich bin völlig der Meinung, dass es berechtigt ist, dass Russland sich auch, dass den ausländischen Einfluss also transparent macht und
auch begrenzt. Also weil ich meine, was würde denn passieren, wenn Russland zum Beispiel in Deutschland also massiv hier auftritt auf Demonstrationen und also ja zum Beispiel der deutsche Außenminister geht auf den Maidan, schüttelt da die Hände und demonstriert, wir sind mit euch. Wenn der russische Außenminister hier nach Deutschland kommen würde und sagen würde, hier, wir unterstützen, was weiß ich, eine Demonstration für traditionelle Werte zum Beispiel. Ne? Hier würde doch Deutschland Kopf stehen, würde sagen, das ist eine Okkupation. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich sehe die Zukunft, also das Problem, wie auch Deutschland und Russland zusammenkommen, sehe ich darin, dass Deutschland sich aus dem Einfluss der Vormundschaft der USA befreien muss. Weil die USA versucht, Deutschland gegen Russland in Stellung zu bringen. Und das ist eine ganz tragische Entwicklung. Und ich möchte nicht, Sie haben gesagt, es gibt nur Sanktionen und keinen Krieg. Aber was ist denn mit den Sanktionen verbunden? Sie haben nicht erwähnt, die Studenten auf der Krim, die nur weil sie auf der Krim leben, seit 5 Jahren keine deutsche Uni besuchen dürfen. Sie haben nicht erwähnt, die Menschen in der Donetsk und der Lugansk Volksrepublik, die auch jetzt schon rausgefiltert werden, weil sie in diesen Republiken leben. Wenn sie einen russischen Pass haben, dann wird man ihnen auf die Schliche kommen, und dass sie da leben. Versteht? Sie dürfen dann nicht in Deutschland auf Unis gehen. Ich meine, was ist denn das für ein Europa? Das ist eine große Gefahr, dass die Sanktionen zwar wirtschaftlich... Das ist nicht nur eine Frage der Wirtschaft, das ist auch eine Frage der geistigen Mobilmachung. Ich meine, ganz Deutschland verachtet Putin. Ich sag mal, die ganzen deutschen Medien verachten Putin. Und verachten Russland auch. Und die Russen, nein. Das erste Mal, dass ich in Deutschland Russen auf der Straße gesehen habe, das war 2014. Die Russen haben hier völlig friedlich und zurückhaltend und wirklich wie die Mäuschen gelebt. Und als sie gesehen haben, jetzt kommt diese Pauschalverurteilung. Putin schießt das Flugzeug ab, MH17. Das stand doch auf dem Spiegel drauf. Wer ist schuld? Putin. Die Konterfeis der Opfer waren sogar einfach abgedruckt worden. Diese, das kann ich nur sagen, ist eine Hetze, und das ist eine, dass auch jetzt noch Städtepartnerschaften gibt zwischen Deutschland und Russland, das ist ja wunderbar. Zum Glück gibt es das. Aber man muss den Tatsachen in die Augen sehen, die Kriegsgefahr ist hochaktuell nach wie vor. Vielen Dank. Jetzt haben wir jeden Fall gelernt, es ist sehr stark zu differenzieren bei dem Stichwort Zivilgesellschaft. Das, was Sie jetzt geschildert haben, was auch gerade im Internet sich manifestiert, es gab ja auch selber Demonstrationen. Sie haben mehr von westlichen NGOs gesprochen und Sie haben noch jede Menge andere. Russischen NGOs, okay, die russischen werden kaputt gemacht und vom herrschenden Regime. Von Ihnen hieß es, dass eher westliche, okay. Gut, Sie wollten jetzt reagieren, Herr Sapper. Ja, ich muss zuallererst wirklich, weil Ihre Ausgangsfrage lautet, mehr Entspannung war. Nochmal daran erinnern, dass die Menschenrechte keine westliche Propaganda sind. Das ist eine Sache, die Sowjetunion, und das müssen Sie sich wirklich nochmal selbst angucken, die Sowjetunion 1949 in der UNO mit der Verabschiedung der UN-Menschenrechtscharta anerkannt hat. Das hat mit westlicher Ideologie nichts zu tun. Zweitens, die Sowjetunion hat 1975 die Charta von Helsinki unterschrieben. Und der Deal war damals als Logik der Entspannung: Ihr im Westen sichert uns die Unverrückbarkeit der Grenzen zu und wir Sowjets garantieren, dass die Menschenrechte gelten, die dann die ganzen Dissidenten für sich in Anspruch genommen haben, weil sie auch in der sowjetischen Verfassung stehen. Und es ist keine westliche Belehrung, keine Besserwisserei um Gay Prides oder sonst etwas, sondern es geht darum, dass in der russischen Verfassung von 1993 die Menschenrechte die Grundlage Verfassungsrang bekommen haben. Jetzt stellen Sie sich doch bitte nicht hin und tun Sie so, als wären die Menschenrechte eine diffamierende Aktivität des Westens, um die armen Russen zu belehren. Das ist doch überhaupt nicht haltbar. Das Zweite, es geht, ich stimme zu, dass natürlich der Vergleich mit der
mit dem gelben Stern sehr, sehr spitz ist. Vergleichen heißt aber nicht gleichsetzen. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Und ich kann Ihnen nur sagen, das wissen Sie auch, weil es nämlich von Memorial die entsprechenden Statistiken gibt, die im Netz zugänglich sind, wie viele von den Institutionen durch die Stigmatisierung, sie seien ausländischer Agent, kaputt gemacht wurden, die nicht mehr arbeiten können. Leute wie diese Levada-Leute, Sie als Journalist, ich als Journalist oder als Wissenschaftler, müssen aus Prinzip die Pressefreiheit und die Wissenschaftsfreiheit verteidigen. Es gibt weltweit niemand, der nicht auf die Umfragen des Levada-Zentrums zurückgreift. Das Levada-Zentrum ist, weil es wissenschaftliche Kooperationen mit deutschen Universitäten geführt hat und dafür bezahlt wurde, zu einem ausländischen Agenten ernannt worden. Und wenige Wochen später brechen die ganzen Aufträge von Sberbank beispielsweise beim Levada-Zentrum weg und sie werden systematisch kaputt gemacht. Die anderen soziologischen Institute, wie zum Beispiel das Unabhängige Soziologische Institut in Petersburg, wird mit den gleichen Methoden verfolgt. Das sollten wir in Rechnung stellen. Eine Lehre der Entspannungspolitik aus den 70er Jahren der Sozialdemokraten und der FDP lautet: Es gibt keine Entspannung ohne Frieden im Inneren und ohne die ausgestreckte Hand der Versöhnung. Und das Zweite lautet: Wir müssen die Wahrheit sagen. Die Wahrheit besagt beispielsweise am Falle der Ukraine, dass ein ganzes Bündel an grundlegenden Rechten mit der Annexion der Krim außer Kraft gesetzt wurde. Es ist das erste Mal seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, dass ein Land das Territorium eines anderen annektiert hat. Ja. Und die historischen, Begründungen, mit denen das legitimiert wurde, dass die Russen dort vor Genozid geschützt werden müssten, dass Russland seit 1780 schon immer die Krim besessen habe, die sind völlig ahistorisch. Stellen Sie sich vor, was los wäre, um Ihre rhetorische Figur aufzunehmen, wenn wir Deutschen sagen würden, wissen Sie, also Elsass-Lothringen war auch schon immer deutsch. Das waren doch genau die Errungenschaften der Entspannungspolitik, dass wir diese Sachen nicht mehr haben wollen. Und wir stellen fest, alle diese völkerrechtlichen Vereinbarungen sind durch diese Handlung kaputt gemacht. Eine der zentralen Errungenschaften, über die die Europäer unglaublich froh waren und stolz waren, war, mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 stand plötzlich im Raum, dass die Zahl der Nuklearmächte sich vervielfacht. Daran hatte keiner aus friedenspolitischen oder sicherheitspolitischen Gründen Interesse. Also haben die sich überlegt, was können wir machen, damit die Belarussen, die Kasachen, die Ukrainer, die allesamt Atomwaffen auf ihrem Gebiet stationiert hatten, nicht sofort Nuklearmächte werden. Und man schlug ihnen vor, wir geben euch Geld, um eure Nuklearwaffen, die taktischen Waffen und die nuklearen Stoffe an Russland oder aber an eine internationale Organisation, die internationale Organisation vergeben, und wir vernichten diese Raketen oder aber sie gehen nach Russland. Und wir garantieren euch, und diese wir es waren, Russland, Amerika, Frankreich, England als die Nuklearmächte, dass es die Unverletzlichkeit der Grenzen, die territoriale Integrität auch weiterhin gibt. Das, was passiert ist, ist ein Debakel, wenn Sie heute darüber nachdenken, wie brandgefährlich die Situation mit den Nuklearmächten Iran und Israel ist. Wir können nach dem Beispiel der Ukraine niemanden in der Welt mehr glaubhaft versichern, er möge auf Nuklearwaffen verzichten, weil das Vorgehen Russlands gegenüber der Ukraine gezeigt hat, dass all das, das Papier nicht wert ist,
auf dem es geschrieben wird, wenn es hart auf hart geht. Und das ist ein absolutes sicherheitspolitisches Debakel, was zugrunde liegt. Und ich möchte zwei Dinge einfach nochmal zur Verdeutlichung sagen, was zwischen Herrn Haydn und mir passiert, ist eine fundamental unterschiedliche Interpretation der Ursachen. Ich behaupte, das relevante Problem, was wir in den Blick nehmen müssen, ist die innenpolitische Entwicklung des Landes. Weil ich sage, alle Außenpolitik ist nur abhängig von der Innenpolitik. Herr Haydn dagegen argumentiert, nein, es ist vor allen Dingen die Außenpolitik, die dafür verantwortlich ist, was in Russland passiert. Es sind die USA, es ist die Europäische Union mit dem Assoziationsabkommen, es sind die externen NGOs, es ist Barbara Nuland, die 5 Milliarden Euro oder Dollar zur Verfügung stellt, um NGOs zum Demonstrieren zu bewegen. Es ist der Kernkonflikt, zur Analyse jedes politischen Konflikts, ob die Innenpolitik die Außenpolitik bestimmt oder die Außenpolitik die Innenpolitik. Ich würde ja eher davon ausgehen, von einer Beziehungsgeschichte zu sprechen. Also auch wenn Sie die Innenpolitik betrachten, dann auch zu fragen, unter welchem eigenen Vorzeichen Sie das machen. Das ist ja klar, unsere Perspektive ist ja geformt. Und der Vorwurf, der jetzt kam von, oder die Vorhaltung oder die Kritik von Ihnen an Ihnen, Herr Dr. Sapper, war ja, stärker diese westliche Perspektive in Blick zu nehmen und als solche vielleicht weniger zu reflektieren, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe. Sehen Sie das jetzt auch so, dass Sie jetzt sagen würde, so wie Herr Dr. Sapper das gerade meinte, dass Sie stärker außenpolitische Motive anlegen würden, wenn Sie die russischen Verhältnisse analysieren, beziehungsweise eben doch nach einer Beziehung fragen zwischen West und Russland? Also man muss einfach dieses Wort Menschenrechte, es hört sich schön an. Aber es ist natürlich, es ist einfach eine Tatsache, es ist, ist auch im Spiel der Mächte, kann es auch zu einem Instrument werden. Die Sowjetunion war ein riesiger Staat, ich weiß nicht, 400 Millionen, 300 Millionen Einwohner. 254. Der Westen hatte da überhaupt nichts zu melden. Also als die wirtschaftlichen Beziehungen anfingen in den Ende der 60er Jahre und Anfang der 70er Jahre und man sozusagen ins Geschäft kam, Deutschland wollte Gas haben, hat dann Röhren geliefert, da war sozusagen die Begleitmusik, war diese KSZE-Konferenz und diese Menschenrechte. Also der Westen hat gedacht, also wir natürlich sind wir auch an einer Transformation der Sowjetunion interessiert, dass sie uns ähnlicher wird. Vielleicht hat man auch gedacht, dass sie schwächer wird. Ich meine, das ist ja eingetreten. Russland ist ja wesentlich schwächer geworden. Ich meine, wir leben nicht in einer Welt von irgendwelchen Menschenrechtsdeklarationen, die ständig mit den Füßen getreten werden. Siehe Assange, siehe andere Whistleblower, siehe die Anerkennung des Kosovo und was weiß ich, tausende Angriffe gegen Belgrad, gegen Libyen, gegen Syrien, die alle nicht von der UNO gedeckt wurden. Also wir leben in einer Welt leider von militärischer Macht und ökonomischen Interessen. Und das muss man einfach mal ganz realistisch sehen. Ich meine, ich verstehe nicht ganz, Sie beziehen sich hier auf die Entspannungspolitik der SPD und FDP. Aber diese Leute, die diese Entspannungspolitik gemacht haben in den 70er Jahren, die sind doch alle Russlandversteher, die lehnen doch alle die Sanktionen ab. Genscher, Schmidt, Kohl haben alle öffentlich erklärt, dass sie diesen scharfen Kurs gegen Russland kritisieren. Das heißt, es gibt offenbar eine traurige Situation, dass die Intelligenz, die sich modern dünkende Intelligenz in Deutschland, ist absolut ins Fahrwasser der USA geraten. Die deutsche Intelligenz, ja man kann also sozusagen sagen, Gauland vertritt sozusagen die
scheinbar sogar faschistischen Kräfte. Und die Modernen, die sich dagegen stellen, die sind aber leider US-hörig. Aber es gibt eigentlich keine Linken oder diese Minoritären, die sozusagen deutsche, moderne, nationale Interessen vertreten. Das sehe ich ein großes Problem. Und Russland wartet darauf, ich bin hier kein russischer Botschafter, aber ich kann es Ihnen vermitteln, Russland wartet darauf, dass Deutschland endlich die US-Basen schließt, die Atomwaffen hier abzieht und Europa zur Entspannung kommt. Es ist jetzt schon nach um 7. Manche haben mit dem Köpfen genickt, manche haben mit dem Kopf geschüttelt. Ich möchte Sie ganz herzlich einladen, Ihrerseits sich einzubringen. Wenn Sie jetzt Fragen haben, wenn Sie anderer Meinung sind, sagen Sie das, am besten durchs Mikro. Und noch schöner wäre es, Sie kommen hier nach vorne und sprechen sozusagen auf Augenhöhe mit den beiden Referenten. Das könnte erstmal eine kleine Mutprobe sein, aber man muss einfach nur aufstehen und losgehen. Ich mache das von meinem Platz aus. Und zwar sind zwei Stichworte gesagt worden. Dann nehmen Sie bitte aber wenigstens das Mikro. Ja, ich wollte es von meinem Platz aus machen. Es sind interessanterweise zwei Stichworte genannt worden, die eigentlich nicht miteinander zusammenhängen. Einmal war es die KSZE-Konferenz, die Anerkennung der Menschenrechte in verschiedenen Dokumenten durch die damalige Sowjetunion. Und dann das Bild, dass etwas, das Papier nicht wert ist, auf dem es steht. Könnte es sein, dass die Unterschriften, die seinerzeit von der Sowjetunion geleistet wurden, auf diesen Papieren, dass diese Papiere auch das nicht wert sind, was letzten Endes sie inhaltlich bedeuten sollten? Also war das real, war das realistisch? Welche Rolle spielte tatsächlich materiell, spielten die Menschenrechte damals in der Sowjetunion und auch noch heute? An wen geht jetzt die Frage? An Herrn Dr. Sapper oder an Herrn Helm? An beide. An beide. Ich glaube, es ist keine symbolische Unterschrift gewesen, sondern es war eine politische Fehleinschätzung der damaligen sowjetischen Elite, dass das eigentlich kein Thema für sie sei. In der marxistisch-leninistischen Ideologie waren die Menschenrechte im Westen verletzt worden durch soziale Ungleichheit. Die Menschenrechte waren formal gewährleistet in der Sowjetunion. Sie haben aber ihre Kraft entfaltet in unglaublicher Hinsicht, was dann während der Perestroika sichtbar wurde. Und es gibt ein ganz deutliches Indiz, dass die politische Elite der Sowjetunion, die jungen Leute, sehr wohl diese Prinzipien vertreten hatten. Denn 1990 kam es noch einmal zu einer Unterzeichnung von allen Staaten der sogenannten Pariser Charta. Und in der Pariser Charta wurde die Geltung von Minderheitenrechten und Menschenrechten und bürgerlichen Freiheitsrechten nochmals als Handlungsgrundlage für diese Staaten beschlossen. Und was ebenfalls ein ganz deutliches Prinzip ist, war, Russland hat ab 1993 darum gekämpft, Mitglied in der Menschenrechtsorganisation in Europa zu werden, nämlich dem Europarat mit dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Und Russland wurde damals aufgenommen, 1996, obwohl gleichzeitig der Tschetschenienkrieg war und Tschetschenen und russische Menschenrechtler über eklatante Menschenrechtsverletzungen geklagt haben. Aber das Argument lautete, nein, das ist wichtig, weil zum Beispiel die Rechte von Häftlingen, die Rechte von Soldaten, die Rechte von Menschen in Altenheimen, die grundlegende Menschenrechte haben und regelmäßig verletzt werden, auch in Russland gelten sollen. Das war das Prinzip. Und da gab es auch sofort dann diese Festlegung der Menschenrechte 93 in der Verfassung. Also da hat sich so viel an Veränderungen in Russland selbst vollzogen, dass das, was ab 1999 und insbesondere dann ab 2011 passiert ist, nichts anderes als ein Rollback, eine Revanche, eine reaktionäre Wende zulasten der
Geltung von den bürgerlichen Freiheitsrechten, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit und der Geltung der Menschenrechte ist. Was auch darin zu erkennen ist, dass die Zahl der Klagen, die beispielsweise beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg von drei Ländern dominiert wird. Russland, Türkei und Ukraine. Das sind die drei Staaten, die am häufigsten von ihren eigenen Bürgern beklagt werden. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, weshalb man dann auch entschieden hat, dass es ganz wichtig ist, dass Russland Mitglied in der Europäischen Menschenrechtskonvention und Mitglied in der Parlamentarischen Versammlung in Straßburg bleibt, dass diese Menschen die Chance haben, gegen ihren eigenen Staat zu klagen und Schutz international zu bekommen. Das Papier hatte in dem Fall einen erheblichen Wert und die Unterschrift hat den Wert auf dem Papier sogar noch gesteigert. Also kann ich auch mal meine Einschätzung sagen? Ich bin jetzt nicht der Oberspezialist der KZE-Schlussakte, aber ich glaube, dass die Menschenrechte dieser Schlussakte waren nur ein Teil. Es ging auch, wie der Name schon sagt, Sicherheit und Zusammenarbeit. Also die Sowjetunion war an sicheren Grenzen interessiert und an, ja, an Kontakten, also dass praktisch die Sache einfach übersichtlich wird. Was wir ja auch erlebt haben, wir hatten diesen NATO-Russland-Rat, wir hatten... Man hat Manöver beobachtet, man hat Rüstungskontrollabkommen gehabt. Die USA haben 2001 diesen Vertrag über die ABM-Vertrag, Antiraketenvertrag gekündigt. Und das war der Beginn praktisch der Zerstörung des Rüstungskontrollsystems. Also in Deutschland wurde das meiner Ansicht nach nicht richtig wahrgenommen. Und das hat sich bis heute fortgesetzt. Putin hat da praktisch in seiner Rede in München 2007 hat er eben genau davor gewarnt, dass also die USA sich einfach da durchsetzen. Jetzt habe ich den Faden verloren, sorry. Dann machen wir nochmal weiter. Mir leuchtet es ein, natürlich auf Menschenrechte Bezug zu nehmen. Ich frage mich aber, wo ist der Moment, an dem es, ich sage es mal ein bisschen provokant, zum Kampfbegriff wird und zur Legitimationsformel eigener Interessen? Das scheint mir, da ein sehr sensibles Thema zu sein und auch eine fließende Grenze zu sein. Wir lassen... Ich wollte eigentlich Menschenrechte... Menschenrechte, was heißt das eigentlich heute? Ich meine, aus russischer Sicht, muss ich Ihnen ehrlich sagen, gibt es da einen ganz anderen Blickwinkel, weil die Russen zum Beispiel, als das Gewerkschaftshaus in Odessa brannte, angegriffen von Ultranationalisten, als die Timoschenko sagte, das war richtig, also da haben sozusagen... unsere Patrioten haben das Gewerkschaftshaus gesäubert vor Separatisten, wo bis heute die Täter nicht feststehen und wo bis heute der Westen dieses Thema nicht aufgegriffen hat und ich fordere, dass doch Menschenrechte, steht ganz Russland stand Kopf und die russischsprachige Ukraine stand Kopf, weil sie nämlich gesehen haben, sie haben sich bedroht gefühlt als Russen, weil nämlich Russen, die sozusagen Angst hatten vor einer ukrainischen Regierung, die ideologisch basiert auf, sich bezieht auf Bandera, einen Hitler-Kollaborateur, auf die UPA, die ukrainische Aufstandsarmee, die in Walhinien Massaker an Juden und Polen gemacht hat. Und das ist doch klar, dass Russen, die, also sag ich mal, patriotisch denken, auch Russen in der Ukraine, dass die sich sozusagen auf, dass die da Angst vor haben. Und als sie gesehen haben, unsere Leute vom Kulikow-Feld sind in Odessa verbrannt, da sind viele Leute sogar freiwillig aus der Ukraine und aus Russland, sind in Donetsk gegangen und haben gekämpft. Und warum gibt es da ein Friedensabkommen, Minsker Abkommen? Das wird auch völlig verkehrt. Es wird immer über das Minsker Abkommen geredet, aber wie das eigentlich zustande gekommen ist. Es war
eine Situation, wo die Volkswehren in diesen Volksrepubliken, die waren auf dem Vormarsch. Die haben eine Frontbegradigung hingekriegt. Und ich war selbst 5-mal dort. Sie wollten von ihrer Stimmung her, wir gehen bis nach Kiew. Und da hat Merkel und Putin haben sich irgendwie schnell geeinigt. Also so viel Konflikt wollten beide Seiten dann doch nicht. Und haben dieses Minsker Abkommen gemacht. Aber verstehen Sie, diese russische Sichtweise oder auch die Sichtweise der russischsprachigen Ukrainer, das sind immerhin 20% der ukrainischen Bevölkerung, die wurde in Deutschland immer ausgeblendet. Das hat auch was mit Menschenrechten zu tun. Warum guckt Deutschland nicht auf diese Menschen? Warum nimmt man die kulturellen Bedürfnisse, zum Beispiel der Russen in der Ukraine, die mit Russland wirtschaftliche Beziehungen haben wollen, die nicht wollen, dass ihre Kinder ab der 4. Klasse nur noch Ukrainisch lernen, die nicht wollen, dass ihre Straßen umbenannt werden in Schuchewitsch und Bandera-Straße, Kollaborateure von Hitler. Und Leute, die die Ukraine 1943 befreit haben, sowjetische Generäle, die werden gestürzt vom Sockel, da werden die Straßen umbenannt. Und das droht auch Deutschland, verstehen Sie? Noch können wir sagen, wir haben Entspannungspolitik, die Sanktionen sind nicht so schlimm. Aber jetzt ist doch schon in Prag, wird schon das nächste Denkmal gestürzt von einem sowjetischen General. In Litauen, in Polen sowieso. Und in Deutschland gibt es diesen fantastischen Film Unsere Väter, Unsere Mütter, wo also eine völlige Geschichtsklärung betrieben wird, wo also jugendliche Deutsche, so wird dargestellt, die gehen also als unbedarfte Jungs an die Ostfront, frei von narzisstischer Ideologie und werden da von diesen bösen Sowjets, also dann wird ein Mädchen vergewaltigt und was weiß ich. Verstehen Sie, wir leben in einer sehr gefährlichen Zeit, wo alles umgedreht wird. Und Deutschland muss sich in Acht nehmen. Deutschland, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, die Bundeswehr fliegt ukrainische Soldaten aus in einem speziellen Lazarettflugzeug. Diese Leute werden auf deutsche Krankenhäuser verteilt. Und man sieht auf Bildern, wie diese Soldaten einen Hitlergruß machen auf ihrer Bar. Da gibt es ein Video von. Man prüft nicht, was sind das für Soldaten? Gehören die zum rechten Sektor? Gehören die zum Azov-Bataillon? Sie werden ausgeflogen, weil sie Opfer des russischen Imperialismus sind. Also was ist das für eine schlimme Welt? Und Ursula von der Leyen sagt, wir müssen mit Russland aus einer Position der Stärke verhandeln. Ich meine, das ist Krieg doch nach Krieg. Vielen Dank. Jetzt habe ich beide. Ich habe gesehen, Matthias, du wolltest was beitragen. Komm gerne nach vorne. Nach vorne. Erstmal Dankeschön an alle Mitwirkenden für die Veranstaltung und Organisatoren und Veranstalter. Auch Dankeschön für das wunderbare musikalische Entree, mit dem ich empfangen wurde oder wir empfangen wurden. Sie hatten gerade so internationale Bezüge mit eingebracht. Und den Titel der Veranstaltung, Entspannung mit Russland, so Fragezeichen, Ausrufezeichen, da sehe ich, was ich wahrgenommen habe, gerade auf einer Position, von Deutschland, von der Europäischen Union, was gerade in den Ländern rund um Russland, baltischen Staaten, Ukraine natürlich, die Regierung oder Georgien, wie auch andere Seite, mit großer Aufmerksamkeit und mit Sorge gesehen wird, gerade von Entspannung, spannungsfreier mit Russland, wo wir sehen, das wird dann vergessen, die Interessen gerade dieser Länder und dieser Menschen, die sich gerade von russischer Politik, was ich wahrnehme, massiv bedroht fühlen, auch angstvoll bedroht fühlen, gerade auch aus der Lehren der Vergangenheit hervor. Wie sehen Sie das auch so? Wissen Sie, das wird in Deutschland auch nicht berichtet. Also das Problem, was wir in der Ukraine haben, dass die russische Sprache verdrängt wird, keine russischen Schulen mehr gibt, das läuft jetzt gerade in Lettland ab. Und also das ist, da gibt es, was weiß ich, 20-30% Russen, aber die dürfen ihre Kinder nicht auf russische Schulen schicken. Verstehen Sie, das ist eine Zwangspolitik, die hat auch mit Menschenrechten nichts zu tun. Ich kann ja verstehen, wenn ein Pole vielleicht in die NATO will, weil er
Ja, weil er diesen Hitler-Stalin-Pakt noch in Erinnerung hat. Gut, ich kann auch verstehen, dass ein Litauer, vielleicht hat er, sein Vater oder sein Großvater wurde nach Sibirien verbannt. Aber ich meine, ich kann nicht verstehen, warum man in Deutschland schweigt, dass in diesen baltischen Staaten die SS Freiwilligen, die von den baltischen Staaten auf Seite Hitlers gekämpft haben, verehrt werden, dass sie in Uniformen da jedes Jahr ihre Märsche machen. Verstehen Sie, man kann dieses Opfer, diesen Opfermythos, die Ukraine und die baltischen Staaten und Polen leiden unter Russland bis heute, obwohl die Sowjetunion schon lange aufgelöst wurde, die kann man nicht unendlich ausdehnen. Man muss auch mal mit dem Finger darauf zeigen, was ist das Verhältnis dieser Staaten zum Faschismus, der heute in neuer Form entsteht und auf der Basis einer völligen Verelendung in den baltischen Staaten und in Ukraine, wo Millionen Gastarbeiter nach Irland, nach England, nach was weiß ich wohin zur Arbeit gehen, da wächst Faschismus. Und auch in Deutschland wächst Faschismus auf einer Verarmung. Nein, Sie erzählen atemberaubende Geschichten. Seit 1991 können Sie in jeder Zeitschrift darüber lesen, dass zum Beispiel die Vergangenheitspflege der SS-Verbände, der lettischen SS-Verbände, kritisiert wird. Das ist ein Problem. Es ist einfach nicht wahr, was Sie hier für ein Zerrbild von den deutschen Medien darstellen. Es ist von A bis Z nicht wahr. Zweitens, ich habe ein sehr, sehr großes Verständnis dafür, dass jeder Staat darüber entscheidet, welche Sprache in diesem Staat die Staatssprache ist. Und weil es die Geltung der Menschenrechte erneut gab, hat sich die Europäische Union und hat sich die OSZE darum gekümmert, dass die Minderheiten in Estland vor allen Dingen, in Lettland ist es gar nicht so problematisch gewesen, und in Litauen stand das Problem überhaupt nicht zur Diskussion, auch die Minderheiten Sprachen lernen und anwenden konnten. Und so wie ein Nationalstaat darüber entscheidet, wann ein Deutscher Deutscher wird oder unter welchen Bedingungen ein Mensch Bürger der Russländischen Föderation wird, so haben die Esten und die Letten und die Franzosen und die Spanier alle die gleichen Rechte, das zu machen. Das ist völlig in Ordnung. Und auch da gilt, die Menschenrechtsstandards werden eingehalten und müssen eingehalten werden. Das Abnehmen von Denkmälern im Baltikum oder aber die geschichtspolitische andere Bewertung ist etwas, was eine russische Elite lernen muss. Aus polnischer oder aus ukrainischer Sicht stellt sich die Situation eben anders dar. Die Erfahrung mit dem Zweiten Weltkrieg in Polen ist objektiv eine andere als die Erfahrung in der Sowjetunion ab 1941. Es ist mittlerweile in Deutschland jedem klar, und das war bis 1989 nicht jedem klar, was der 17. September ist. Wir haben in der Schule immer nur gelernt, der 1. September war der Überfall auf Polen. Aber wir haben nicht gewusst, dass der 17. September der Überfall der Sowjetunion auf Polen war. Und das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Und die aktuelle politische Elite in Russland tut alles, um die Kumpanei der Diktaturen zwischen dem nationalsozialistischen Deutschland und der stalinistischen Sowjetunion zu verschleiern. Das ist einfach Fakt. Und Sie diskutieren sich ins Abseits, wenn Sie hierher kommen und erzählen, dort wachse Antisemitismus und Faschismus. Wer sind denn die politischen Kräfte, die faschistische Organisationen unterstützen? Woher bekommt denn der Herr Salvini für seine Lega das Geld? Lega, halbfaschistoide Organisation aus Italien, wird von Putins Russland finanziert. Die AfD
bekommt Unterstützung von Putins Russland. Der Front National hat Millionen Kredite von einer russischen Bank bekommen. Das ist die objektive internationale, ganz kurz, die internationale Situation. Und wenn man etwas über die Faschisten in der Ukraine oder über den Antisemitismus in der Ukraine sagt, dann schauen Sie sich doch mal bitte die Wahlergebnisse an. Schauen Sie sich doch mal an, dass so ein antisemitisches Land einen Juden zum Präsidenten wählt und vorübergehend sogar einen Juden als Präsidenten und einen Juden als Regierungschef hatte. Das sind überzeugende Beispiele für den faschistischen... Wo sind die Vertreter der russischen Minderheit in der ukrainischen Regierung? Gibt es einen einzigen Minister? Einen einzigen Staatsanwalt? Ich meine, also ich sage nicht, dass es in der Ukraine... So, der Antisemitismus, den gibt es da tatsächlich. Also der ist, ich war selber schon 2000, gut, das will ich jetzt nicht ausführen, aber in Lemberg, da hat mir der Rabbi von der Synagoge erzählt, dass nach der Orangischen Revolution waren also antisemitische Ballungen da, wurden da wach. Das kann ich nur so wiedergeben. Und ich weiß auch, dass zum Beispiel wie hieß dieser Mann, der in Auschwitz saß und ein Ukrainer, der dann verurteilt wurde. Also da gab es dann ein Musical, was in Kiew aufgeführt wurde. Ich weiß, das war 2015, glaube ich. Direkt neben der Synagoge. Das hieß irgendwie Holocaust-Kabarett. Und das ist dieses ganze lustige Stück von einem kanadischen Juden mit ukrainischer Wurzel geschriebenes Stück sollte irgendwie deutlich machen, wie irrsinnig es ist, einen 90-jährigen ehemaligen KZ-Wächter zu verurteilen. Ich meine, es gibt da schon Antisemitismus. Ich sage, das Hauptproblem mit der Ukraine ist aber, dass dieser Staat in den letzten 25 Jahren, aber verstärkt seit 2014, eine antirussische Stoßrichtung bekommen hat. Also das praktisch... Alle Übel dieser Staates werden auf Russland gelenkt. Also Russland ist schuld an allem. Und ich meine, die Ukraine wollte doch unabhängig werden. Aber sie haben seit 2014 amerikanische Minister, also einen Wirtschaftsminister aus Litauen und eine Gesundheitsministerin aus den USA. Der CIA sitzt also als Berater beim SBU mit drin. Ich meine, was ist denn das für eine Unabhängigkeit? Gut, wir hatten bis 2014 in der Ukraine, da war russischer Einfluss und es gab westlichen Einfluss. Das ist doch das, was Zukunft hat und was der Ukraine 20 Jahre lang Stabilität organisiert hat. Aber wenn die EU, ich sag mal, imperialistisch versucht, in einem schnellen Schritt die gesamte Ukraine zu nehmen und Ursula von der Leyen sogar sagt, Oktober 2014, wir wollen Bundeswehrsoldaten nach Donetsk schicken, die sollen da Überwachungsdrohnen beschützen. Ich meine, das ist doch einfach der Wahnsinn. Deutschland hat sich da in eine Sackgasse manövriert. Und das friedliebende Deutschland hat keine Stimme. Weder in der, also gibt einige, sicherlich einige Leute in der SPD, in der CDU, aber es hat vor allem in den Medien keine Stimme. Eine Bundestagsdelegation, die im Juni nach Moskau kam und verschiedene Orte da besucht hat, die wurde fast gelyncht, weil sie in einem Saal einer russischen Nachrichtenagentur eine Pressekonferenz gegeben hat. Da waren Vertreter der AfD, der SPD, der CDU, Gysi war dabei, Trittin von den Grünen, die Bild-Zeitung und andere deutsche Journalisten, die haben gesagt, ihr seid Speichelecker Putins, das wurde ihnen unterstellt. Das muss man sich mal vorstellen. Also das ist Medien, das sind also scharfe Hunde. Das sind keine Informierer, das sind einfach scharfe Hunde. Die Ausgangsfrage war ja gewesen, sich bedroht zu sehen, dass sich die Länder, die kleinen Länder und die ehemaligen Grenzländer oder ehemaligen Sowjetrepubliken, also das ist ein bisschen lustig, dass sie sich bedroht sehen. Sie haben beide dann jeweils in den Antworten ziemlich weit ausgeholt und mindestens europäische Dimensionen reingebracht, wenn nicht gar eine globale. Und so richtig, also es sind ja schon ziemlich unversöhnliche Positionen, die sie da so haben.
Und dramatisch wird es jeweils mit Blick auf das Thema Ukraine. Also das ist für mich so eine Art Drama-Dreieck, Russland, Ukraine und dann das, was man so den Westen nennt. Und das scheint ja auch wirklich das sehr zu verkomplizieren und schwierig zu machen, danach Auswegen zu finden. Genau, ich wollte jetzt mal, Karin, du wolltest noch was einbringen? Ganz gerne nach vorne kommen. Ich bleibe ehrlich gesagt auch lieber hier sitzen, weil in einer Reihe sitzen kann man sich da nicht mehr angucken. Und wenn man doch aber, ne, ich kann mich hier umdrehen, also ich sitze hier ganz komfortabel, danke, danke. Also ich finde natürlich im Verlauf der Diskussion auch sozusagen, ich finde es auch immer verwickelter und ich finde es auch immer emotionaler und prinzipieller. Offensichtlich gibt es auch irgendwie diese prinzipielle Frage, wer ist wohl schlechter oder wer ist der Gute und wer ist der Böse? Ich muss ganz ehrlich sagen, und ich sozusagen oute mich jetzt ganz hier, ich stelle mich vor Putin und vor Russland. Das heißt aber nicht, dass ich immer hinter Putin stehe. Ich finde, es ist wirklich ein Unterschied, wenn wir, worüber wir diskutieren. Wenn es um die Innenpolitik Russlands geht, dann kann man das natürlich machen, man kann da auch drüber reden. Man kann informieren, man kann analysieren, man kann reden, man kann sicher auch bewerten, aber man sollte sehr, sehr vorsichtig bewerten. Und da finde ich auch, dass in der deutschen Öffentlichkeit hier dauernd Übergriffe passieren. Es ist übergriffig, wie diskutiert wird über einen, sozusagen über die Innenpolitik Russlands, über die, was da richtig ist, was da falsch ist, was da war und nicht war. Es ist fürchterlich. Und gerade Sie, Herr Dr. Zabar, haben gesagt, also ohne Frieden im Inneren gibt es keine Entspannung. Richtig, ganz allgemein gesprochen, ganz richtig. Jetzt frage ich Sie aber, ohne Frieden in Deutschland, im Inneren von Deutschlands, kann es also auch gar keine Entspannung geben, auch nicht mit Russland, weil wir selber liegen nicht im Frieden. Das heißt, auch wir sind immer noch, was heißt immer noch, das klingt auch schon wieder so imperialistisch, wir sind eine sich entwickelnde Gesellschaft mit vielen Spannungen. Das Ganze betrifft auch die amerikanische Gesellschaft, die indische, die russische. Und wir reden jetzt über Russland. Ich meine, es ist auch in Ordnung, dass man das mal zum Thema eines Abends macht. Aber wenn man merkt, es wird schwierig, dann sollte man so ein bisschen die Weisheit besitzen, zurückzutreten, 10 Meter und das Ganze mal vielleicht ein bisschen geopolitischer zu sehen, aus einem größeren Zusammenhang, vergleichend auch mit anderen, damit das nicht so wie ein Brennglas ist und dann fängt die Sache wirklich an zu brennen. Und dann heißt es nur noch schlecht, gut, ja, nein. Das finde ich dramatisch. Dass Russland, also ich bin überzeugt davon, dass Russland absichtsvoll gegen Russland natürlich eine Isolations- und Ausgrenzungspolitik betrieben wird, natürlich, weil Russland ja nicht ein kleines Ländle ist, sondern ein Sechstel der Erde. Natürlich, weil Russland Atomwaffen besitzt, weil Russland immer schon, also schon lange Zeiten, 200 Jahre oder 150, der Gegenspieler war natürlich der USA, weil nach dem Zusammenbruch des sozialistischen Systems natürlich Russland erstmal sicherlich schwach war, unter Putin wieder sehr stark wurde und natürlich die amerikanischen, auch die USA so viele Probleme haben, ihren sozusagen die Führung Nummer 1 zu verlieren, sodass ganz klar ist dieser Kurs. Und ich sage Ihnen auch warum. Sie kennen doch vielleicht die Broschüre von Zbigniew Brzezinski, die einzige Supermacht. Da steht irgendwo, dass die und das war 1999 kam das Ding raus. Ich habe das zu Hause, ich hätte es vielleicht mitbringen sollen, um zu zitieren. Da steht dann auf Seite sowieso, die Ukraine muss destabilisiert werden. Und destabilisiert. Die Ukraine muss stabilisiert werden, nein, um Russland zu destabilisieren. Ja, ja, aber stabilisiert natürlich in einem westlichen Sinne. Also ich habe es jetzt eher in der östlichen Lesart verstanden. So weit destabilisiert werden, dass es sozusagen zur Prinzipienfrage natürlich mit Russland wird. Und genau das ist eingetreten. Und bevor noch die Krim sozusagen auf die russische Seite kam, ich rede auch nicht von Annexion, bevor, fiel mir als Bürgerin auf, zu den Winterspielen in Sotschi. Auf einmal ein politischer Ton in Deutschland, ich habe mit den Ohren geschlackert und ich habe nicht so richtig verstanden, warum diese Gehässigkeit gegenüber Russland als Ausrichter, woher die deutschen Sportler in den ZDF und ARD Sportstudios haben teilweise widersprochen den Reportern, widersprochen in der Ansicht, na sei es hier nicht alles zu kontrolliert, die Leute kommen doch gar nicht rein, da ist doch jeder vom ehemaligen KGB, bla bla. Da haben sie selber widersprochen und da dachte ich schon, was ist denn los? Also das ist doch eine, und diese absichtsvolle Zuspitzung, die kann man einfach verfolgen. Ich glaube, Historiker werden das irgendwann auch mal präziser ausgraben. Also ich finde das, und dass das nicht, und Deutschland ist insofern tatsächlich windelweich,
man kann ja auch vielleicht sagen, also der Pragmatismus der Kanzlerin, also sie findet Putin vielleicht doch ganz nett, kennt ihn ja auch persönlich. Die deutschen Unternehmen protestieren ja auch alle unter der Hand, die 6.000, die es da gibt, die Kontakte haben. Und deshalb sind die Sanktionen ja auch so weich. Aber ich finde diese Unehrlichkeit so unmöglich, weil man den Deutschen ja den Kopf verdreht, weil man sie tatsächlich aufheizt und die Wessis vielleicht noch mehr als die Ossis. Die Ossis haben ja sowieso noch ein bisschen andere Meinung. Aber das ist einfach nicht in Ordnung, was da passiert. Dass geopolitische Auseinandersetzungen praktisch dann aus lauter Angst, warum auch immer, nicht nur Angst, vielleicht Vorteilnahme von vielen, die sagen, okay, wir sind natürlich auf Seiten der USA, historisch gesehen, machen wir das so, Thinktanks und alles, die es da gibt und Kontakte, und dass man dann sozusagen diesen Kurs einfach so mitfährt. Und dann aber dieser Kurs, der voller Widersprüche ist, natürlich, und wenn sich ein Verhältnis nun mal anspannt, dann ist es lange in der Sowjetunion gelebt und studiert und habe dort eben auch gelernt, nicht aus der Sichtweise der kleinen DDR die Dinge zu betrachten, sondern erstmal zu verstehen, was das für ein Riesenland ist. Die Analyse fand ich in Ordnung, auch von beiden, ein vom Lebensempfinden, andere von der wirtschaftlichen Situation. Ich habe mal gedacht, als sie sagten prämodern, dachte ich, aha, 70er Jahre, die Dörfer kennst du doch aus dem Woronescher Oblast. Was ist denn da jetzt los? Ist das noch schlimmer geworden oder ist das anders geworden? Kann ich mir kaum vorstellen, aber das ist so eine, die Analyse mag in Ordnung sein. Die Bewertung ist, kann nicht so sein, dass wir von Deutschland aus gucken und sagen, unsere Industrialisierung, das muss genauso da passieren. Es funktioniert nicht, genauso wie wenn ich Afrika angucken soll und leider Gottes immer wieder tun. Also durch die Brille von Westeuropa eigentlich geguckt und eigentlich auch nur von einigen Kernländern Westeuropas, nicht etwa aus der Sicht von Bulgarien. Also das finde ich sozusagen, das geht nicht, das kann man nicht machen. Das wird aber immer gemacht. Und wenn sich zwei streiten oder zwei Positionen, dann sollte man dann vielleicht einen Mediatoren dazu holen und sagen, wie kann denn hier wirklich Entspannung passieren? Und hier muss eine Annäherung in Positionen passieren. Und die ist bis jetzt noch nicht erfolgt, jetzt ist erstmal sozusagen der Graben offen. Herzlichen Glückwunsch. Ich denke, Sie wollen direkt reagieren. Und dann ich bin ja nicht weiter. Moment, ich mache das ohne Mikrofon. Ich hoffe, dass ich verstanden werde. Gut. Also, ich möchte die Diskussion nicht weiter befeuern. Ja. Also, ich habe bloß eine Frage eben zum Ausgangspunkt. Sagen wir mal, bei der Geschichtsbetrachtung kommt es immer an, von welchem Datum gehen wir aus. Sie nehmen den 17. Dezember. Ich nehme den Raubfrieden von Brest-Litovsk. Dann müssen, wenn wir diesen 17. Dezember beurteilen, dann müssen wir auch die, das Ende an der Ostfront im Ersten Weltkrieg beurteilen und den Friedensvertrag von Brest-Litovsk, der eben dem russischen Territorium einiges abverlangte. Nur nicht umsonst wurde vom Raubfrieden gesprochen. Aber das nebenbei, das will ich nicht auch so in die Debatte werfen. Meine Frage ist der Ausgangspunkt, der sich hier steht, mit Entspannung wagen mit Russland. Worin besteht denn nun das Wagnis und soll man es eingehen? Auf diese Frage erwartete ich den ganzen Abend eine Antwort. Was ich aus Ihren hübschen, kontroversen Diskussionen und Argumenten entnehme, ist eigentlich, Herr Hein würde also das Wagnis eingehen, sagen wir, Sie würden es nicht eingehen. Wer hat mehr Gewicht in der Waagschale? Ich würde das Wagnis auch eingehen. Ich habe gesagt, das A und O ist die Geltung der Menschenrechte und die zivilgesellschaftlichen Freiheitsrechte dürfen nicht beschnitten werden. Daraus folgt zweitens, dass wir zum Beispiel so etwas wie zivilgesellschaftliche Kooperation brauchen. Das funktioniert aber nicht mehr in dem Augenblick, in dem ich mittlerweile weiß, dass unsere Partner, sowohl Journalisten als auch Wissenschaftler, aufgrund von Repressionen nicht mehr mit uns arbeiten können. Vor zwei Wochen ist ein Prekast des Wissenschaftsministeriums rausgekommen, dass russische Wissenschaftler sich nicht mehr alleine mit Westlern treffen sollen, sondern es in Vier-Augen-Prinzipien ist. Das heißt, die Entspannungspolitik, die Volksdiplomatie, all das, wofür ich 30 Jahre lang dahingegangen bin und ja auch eintrete, die werden systematisch momentan zerstört. Das ist die Bedingung. Zweitens heißt das, dass ich sehr wohl vor Hysterie beispielsweise im eigenen Land warne und sage, also die Debatte über Nord Stream 2 beispielsweise, die ist hysterisch.
Der Bau dieser Pipeline führt erstmal zu überhaupt keiner signifikanten qualitativen Veränderung. Nur weil das Gas aus Russland ist, bedeutet es noch nicht automatisch, dass das ein Problem ist. Ja, da würde ich auch sagen. Aber ich weise wirklich darauf hin, dass wir über Amerika, über Trump, über den Brexit und über Boris Johnson, über Macron und Frankreich, über alle Länder in einer ähnlichen Weise uns eine Meinung bilden und ein Urteil fällen, weil es unsere Aufgabe ist, als Öffentlichkeit Informationen einmal zu präsentieren und davon zu trennen, zu kommentieren und zu gewichten. Das ist ein völlig normaler Vorgang. Und in dem Augenblick, in dem wir so verflochten sind, wie wir sind, miteinander in der OSZE sind und in der Europarat verbunden sind, heißt das, dass ich diese Mitgliedstaaten nach den gleichen Ellen messen muss und kein Klugscheißer bin, kein Besserwessi, keine westliche Perspektive habe, sondern ich messe diese Länder an den eigenen Prinzipien. Das wiederhole ich zum fünften Mal. Es ist keine westliche Menschenrechtsdebatte, sondern es ist die Debatte, die Russland sich selbst auferlegt hat durch die Mitgliedschaft in der UNO, durch die Mitgliedschaft in der OSZE, durch die Mitgliedschaft im Europarat. Und Russland hat sich an seine eigene Verfassung zu halten. Das ist ganz einfach. Und das dritte Argument, da kommt wieder ein Spannungsbogen auf. Es ist einfach sachlich falsch, dass der Westen so schnell wie möglich nach Osten vorgedrungen wäre, sondern sie haben das objektive Problem, dass aus den historischen Erfahrungen der Balten, aus den historischen Erfahrungen der Polen, die gesagt haben, wir wollen so schnell wie möglich in die EU, wir wollen so schnell wie möglich in die NATO. Und dann haben sie konkurrierende Interessen, und ich kann nicht erkennen, warum die Sicherheitsinteressen der Polen weniger wichtig sind als die Sicherheitsinteressen der Russen. Kann ich nicht erkennen. Und dann habe ich ein Problem, dass ich einen sogenannten Zielkonflikt habe. Und in einer Periode, in der Sie insbesondere die imperiale Politik der USA kritisieren, dann kann ich auch imperiale Ansprüche Moskaus zurückweisen, die sagen, aber ihr habt als Balten oder als Polen nicht in die NATO einzudringen. Bis heute sind keine Nuklearwaffen so wie vereinbart in Polen, in den baltischen Staaten stationiert worden. Das ist einfach sachlich falsch, was Sie in dieser Situation sagen. Was passiert ist, und da hat er eigentlich recht, ist, dass die Rüstungskontrollregime praktisch alle kaputt gegangen sind, in der Tat initiiert von den USA ab 2001 mit der Kündigung des ABM-Vertrages, dass ein Problem darin besteht, dass die USA aufgrund ihrer gigantischen ökonomischen Übermacht, die sie vorübergehend hatten, und ihrer gigantischen militärindustriellen Kraft und dem 10-mal höheren Rüstungsbudget, was sie heute haben, als Russland es heute hat, einen Hang zur unilateralen Politik hat. Aber die größte Kränkung für Putin und die größte Kränkung Russlands war, als Obama gesagt hat, Russland ist zu einer irrelevanten Regionalmacht abgestiegen. Und das Drama, das wir einfach anerkennen müssen, besteht darin, dass die Auflösung der Sowjetunion sich heute fortsetzt. Russland verliert permanent an Anteil am Weltbruttosozialprodukt. Es gibt 2-3 Branchen, in denen Russland heute noch wettbewerbsfähig ist, sind Teile der Rüstungsindustrie, sind Teile der Cyberforschung, und in allen anderen Bereichen ist Russland mittlerweile hinter der Europäischen Union, hinter den USA, hinter Singapur, China, Japan abgehängt worden. Und es ist tragisch für Russland. Es ist tragisch für Russland, in welcher fatalen Niedergangssituation es sich befindet, und die
Öl- und Gasvorkommen sind in der Hinsicht ähnlich wie Heroin für einen Abhängigen, solange dieses Gold fließt aus dem Gas- und Ölverkauf. So lange wird sich in der wirtschaftlichen Struktur und in der politischen Struktur des Landes nichts ändern. Und das ist keine westliche Besserwisserei, sondern es ist die Analyse, was passiert gleichzeitig in China. Wenn Sie sich angucken, was 1989/91 die Sowjetunion und Russland, die Sowjetunion und China auszeichnete, so war die Sowjetunion sowohl vom Bruttosozialprodukt als auch von der Weltmarktdurchdringung um ein Vielfaches stärker als China. Und das ist einfach abgehängt. Das ist die Situation. Genau das ist das, was mir durch den Kopf gegangen ist, als Sie von den Menschenrechten wieder, also die Menschenrechte wieder sehr stark gemacht haben. Es gibt ja auch Kontakte nach China und da wird die Frage nach den Menschenrechten eigentlich nicht zur Voraussetzung gemacht, um zu kooperieren. Ich behaupte jetzt mal nicht allzu stark. Außerdem könnte ich mir vorstellen, oder halte ich das auch für diskussionswürdig, nochmal zu fragen, wenn es externe Spannung gibt, also außenpolitische Spannung, dass das natürlich auch Einfluss hat auf die Demokratieentwicklung innerhalb eines Landes. Sodass schon deshalb ein Interesse daran bestehen muss, mehr Entspannung auf den Weg zu bringen, weil das der Demokratieentwicklung eines Landes zugutekommt. So würde ich das jetzt mal in meiner Logik sagen wollen. Sie wollten natürlich reagieren, aber ich möchte Sie bitten, dass wir uns jetzt wirklich auf den Pfad einschwenken, zu fragen, wie trotz all dieser Unterschiede in den Betrachtungsweisen und in dem, was Sie so festhalten, doch Möglichkeiten bestehen, zu mehr Entspannung zu kommen. Erst Sie, und Sie hatten aber auch eigentlich noch vorher eine Frage. Und dann Sie. Im Grunde mit der Entspannung. Achso, die eine Frage, die mit der Entspannungspolitik oder der sogenannten Entspannungspolitik gerade der 70er Jahre zu tun hatte. Wir haben ja heute sehr viel gehört über Menschenrechtsfragen, über psychologische Befindlichkeiten in Russland, in der Ukraine, in anderen Ländern, auch über Sensibilitäten und Dünnhäutigkeiten in Russland. Die Entspannung, so wie ich sie sehe, in der Mitte der 70er Jahre, war ja keine Politik, die in erster Linie auf Menschenrechtsfragen abgezielt hatte. Das war ja knallharte Militärpolitik. Die Entspannungspolitik der SPD oder auch der FDP-Regierung, das waren ja, ich sag mal, Trittbrettfahrer, die deutsche Interessen im Schilde geführt hatten, die sich an eine Politik beteiligt hatten, die ursächlich aus Amerika gekommen war. Namentlich aus der Regierung Nixon heraus und insbesondere in Form des damaligen Sicherheitsberaters Kissinger. Entspannungspolitik hatte ja in erster Linie nichts mit Menschenrechtspolitik zu tun gehabt. Es ging um Rüstungskontrolle. Die Rüstung der 70er Jahre war für die Amerikaner sehr viel zu teuer geworden. Die hatten ihren Krieg in Vietnam zu führen und die konnten die Rüstung, wie sie damals stattgefunden hat, auch beim besten Willen nicht mehr bezahlen. Und die Sowjetunion auch nicht. Und das wusste man. Es ist heute Abend auch gesagt worden, die Entspannungspolitik, wie sie damals von den Amerikanern begonnen wurde, hat am Ende dazu geführt, dass die Sowjetunion geschwächt wurde. Das war auch die Absicht gewesen. Das war auch die Funktion der Entspannungspolitik, die man dort ja nicht Entspannungspolitik genannt hatte, sondern mit einem anderen Begriff belegt hatte. Entspannungspolitik ist ein deutscher Begriff, der letzten Endes auf die westdeutsche Regierung, der von der westdeutschen Regierung hergekommen ist. Es ist heute Abend sehr viel über psychologische Befindlichkeiten gesprochen worden und nicht über militärisches. Entspannungspolitik, wie sie am Ende geworden ist, Ende der 70er Jahre, ist ursächlich auf Rüstungskontrollpolitik zurückzuführen. Das war die Folge von Militärpolitik. Man wollte die gefährliche Situation, die wirklich brandgefährlich seinerzeit war und auch zu teuer war, versuchen in den Griff zu kriegen. Und auf eine bestimmte Weise wollten die Amerikaner auch die Sowjets in den Griff kriegen, militärisch, rüstungskontrollpolitisch in den Griff kriegen, ist ihnen ja auch gelungen. Das Militärische spielt heute immer noch eine sehr große Rolle. Damals war Entspannungspolitik eine ursächlich Militärkontrollpolitik gewesen. Ich sehe das heute nicht mehr. Menschenrechtsfragen im Gefolge von Militärpolitik, ja, aber
wenn das richtig ist, ich wage zu behaupten, dass ich recht habe, dass die Militärpolitik, dass die Rüstungskontrollpolitik ursächlich der Anlass, der Motor für alles andere im Gefolge war, KSZE letzten Endes, wie kommen wir heute zu einer konstruktiven Militärpolitik, einer Rüstungskontroll- oder Abrüstungspolitik angesichts von Administrationen, wie wir sie in Washington haben und in Moskau? Vielen Dank. Die Frage geht sicherlich an beide, aber ich gebe jetzt erstmal das Wort an Herrn Heiden, weil Sie sowieso was sagen. Also da habe ich jetzt auch keine Antwort drauf. Eine Antwort drauf. Also das Problem ist einfach, ich sag mal, dass Widersprüche zwischen allen Staaten immer stärker werden. Also auch zwischen Deutschland und Frankreich ist also auch. Also die Europäische Union ist auch, mal sagen, extrem geschwächt. Also Russland nimmt sie auch gar nicht mehr so stark ernst, wie es zum Beispiel Russland ernst nimmt, China und die asiatischen Staaten. Also zum Beispiel die ganzen Sanktionen, warum sind die nicht so schmerzhaft für Russland, wie man vielleicht sich denken könnte, weil Russland eben mit China, mit der Türkei, mit Südkorea und so weiter neue Lieferanten gefunden hat. Ich wollte aber noch etwas anderes sagen. Ich glaube, wir kommen zu einer Entspannung nur, wenn wir als Deutsche und Deutschland so versuchen, ehrlicher zu sein und auch weniger mit dem Zeigefinger rumzulaufen und auch etwas von unserem Hochmut, meiner Ansicht nach, den wir als Deutsche haben, wenn wir den ablegen. Und zu ehrlich sein heißt auch, dass man Projekte, die man mal angefangen hat, zum Beispiel die Osterweiterung der EU, dass man auch mal ehrlich sagt, was ist eigentlich daraus geworden? Warum sind in diesen Staaten nationalkonservative Regierungen, also in Polen, in Ungarn, entstanden? Hat das nicht auch was damit zu tun, dass diese europäischen Werte in diesen osteuropäischen Ländern gar nicht so gefragt sind und dass die sozialen Fragen völlig vernachlässigt wurden, dass auch eine starke Verarmung da stattgefunden hat? Und jetzt würde viel geredet über die Menschenrechte, die angeblich irgendwie eine Erfindung des Westens sind. Aber warum fragt niemand, was hat eigentlich Russland uns zu bieten an Erfahrung, an geistigem Reichtum? Russland ist, der Tschetschenienkrieg ist zum Glück beendet. Russland hat 140 Völker. Es gibt da einen relativen sozialen Frieden. Es gab 2008 gab es so eine Welle der rechten Gewalt. Das wurde zum Glück begrenzt. Aber ich meine, diesen Reichtum Russlands, also eine von zahlreichen Kulturen, was wissen die Deutschen eigentlich davon? Vom Buddhismus in Russland, von den Schamanen in Jakutien. Da wird also von Schamanen hört man nur was, wenn er sich auf den Marsch macht und Putin entmachten will. Also da wird er viel zum Helden gebaut. Aber ich meine, die Russen leben Multikulturalismus und haben Angst vor unserem Multikulturalismus. Ich gebe es jetzt erstmal nur so wieder. Wo also viele Flüchtlinge kommen aus Asien und Afrika aufgrund von Kriegen, die wir führen. Aber Russland praktiziert einen Multikulturalismus ganz real. Und warum wissen wir nichts davon? Das wäre doch auch eine Entspannung, wenn wir an einen Austausch der Erfahrung treten und in diesen Fragen uns gegenseitig bereichern. Vielen Dank. Ich glaube, Sie haben eine sehr präzise Beschreibung gegeben, die allerdings eine Schwäche hat. Nicht die USA haben die Sowjetunion gebunden, sondern die Logik der Rüstungskontrolle war, die beiden Supermächte binden sich wechselseitig. Und sie bestand darin, dass sie aufgrund ihres militärischen Systems jeweils, und das ist bis heute in Kraft, die sogenannte wechselseitige gesicherte Vernichtungsfähigkeit haben. Die ist durch die politische Entspannung vorübergehend aus unserem Blickfeld gerückt, aber bis heute gibt es. Und in dieser Hinsicht ist Russland tatsächlich nach wie vor ebenbürtig mit den USA. Das ist der einzige Bereich, wo Russland tatsächlich irgendwie auf einer Wellenlänge mit den USA sich bewegt, von etwa 7000 Nuklearsprengköpfen, die wir weltweit haben, 90% in der Verfügungsgewalt von Russland und den USA. Tatsache ist,
Es gibt praktisch keine Rüstungskontrolle mehr zwischen USA und Russland oder zwischen der NATO und Russland. In keinem Bereich. Jetzt mit dem Scheitern des INF-Vertrags ist wirklich ein weiterer Pfeiler des Rüstungskontrollregimes ausgefallen, weggebrochen. Und es gibt noch ein Rüstungskontrollregime, das ist START 2, also die Kontrolle der strategischen Nuklearwaffen. Und da spricht auch vieles dafür, dass aufgrund der Logik, der Interessenlogik sowohl des russischen als auch des amerikanischen militärisch-industriellen Komplexes, die jeweils an Modernisierung und an Aufhebung der Kontrollen interessiert sind. Das entscheidende Wort, was aber geleistet wurde, sowohl durch die Rüstungskontrolle, als auch die Rüstungskontrollregime, als auch dann sowohl die konventionelle Rüstungskontrolle in Europa, als auch die KSZE, war Vertrauensbildung. Und es gibt heute kein Vertrauen mehr. Also muss der erste Schritt wieder die Herstellung von Vertrauen sein. Russland weigert sich zum Beispiel, obwohl es zurückweist, den Vorwurf der USA, dass es das Mittelstreckenabkommen verletzt habe, es verifizieren zu lassen. Warum? Warum? Man muss die Amerikaner und die Russen mit der gleichen Elle messen. Sie müssen beide diese Verifikationspflichten, die sie eingegangen sind, einlösen. Der unbekannte Spieler, der das ganze System komplett aushebelt, ist China. Weil China im Gegensatz zu den USA und im Gegensatz zu Russland sich noch nicht einmal bereit erklärt, die Zahlen der eigenen Nuklearpotenziale auch nur ansatzweise zu bestätigen. Die Logik des Mittelstreckenabkommens ist gebunden an die Existenz des Ost-West-Konflikts. Es gibt aber einige Hinweise, die darauf hindeuten, dass Russland das Interesse daran hat, das Mittelstreckenabkommen deshalb aufzulösen, weil sie gleichzeitig eine militärische Rückversicherung gegen China haben wollen. Das heißt, hier kommen völlig neue Konstellationen in Betracht, die die Wiederbelebung der Rüstungskontrolle schwieriger machen. Es gibt aber Dinge, die wir während des Ost-West-Konflikts aus ostdeutscher und westdeutscher Seite ab 1983 sehr gut kapiert haben. Dass nämlich das Schlachtfeld des Nuklearkrieges Deutschland sein soll. Heute ist nach dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine, in der Ostukraine, wieder die Situation da, dass permanent Atomwaffen ausgestattete Kampfbomber der russischen Luftwaffe über der Barentssee und der Ostsee fliegen in internationalen Gebieten und gleichzeitig die NATO-Kontrollflüge macht und es permanent zu beinahe Zusammenstößen kommt, weil sich beide Seiten weigern, die sogenannten Transponder-Angaben freizuschalten, weil das Vertrauen weg ist. Es gibt zwei Versuche auf diesem Gebiet, die müssen die wiederherstellen, weil es eine unglaubliche Gefahr ist, worüber nie, jetzt stimme ich das erste Mal in dieses Lied ein, worüber nie irgendwie diskutiert wird, wie oft das vorkommt. Ne? Und zweitens gibt es das Gebiet des Cyberwar. Automatisierte Kriegsführung hat Dimensionen durch technische Innovation angenommen, die mit den klassischen Rüstungskontrollmomenten eigentlich nicht mehr zu greifen ist. Aber diese autonome Kriegsführung ist das, woran die Rüstungsforschungsinstitute in Russland, in China und in den USA ganz, ganz intensiv prüfen, um Kriege forschen, um Kriege wieder führbar zu machen. Seit 2 Jahren gibt es in Genf darüber Verhandlungen. Ist das einzige Element, wo momentan überhaupt der Dialog zwischen Russland und dem Westen über Rüstungskontrollfragen geführt wird. Aber es gibt keinen Anlass momentan zu Optimismus, aber das A und O wäre Vertrauensbildung. Dann sind wir bei einem Punkt,
einerseits Austausch und vielleicht kann ja dieses Vertrauen auch wachsen durch Austausch zwischen den Bevölkerungen auf zivilgesellschaftlicher Ebene. Ich habe schon gesagt, wir vom Weltgewand machen Erasmus-Plus-Projekte. Sehr gerne hätte ich Russland als Partnerland mit dabei. Dann könnten wir auch Projekte mit Russland machen. Also ich glaube schon, gerade dieses Erasmus-Plus-Programm hat ja in gewisser Weise das Vorbild, den deutsch-französischen Austausch, nur dann auf europäischer Ebene. Vielleicht lässt sich da was machen. Jetzt natürlich die Frage, was Sie schildern mit Blick auf die Rüstungskontrolle, würde das nicht zwingend darauf hinauslaufen, dass man die UNO stärken muss? Erstmal Sie, dann Sie. Ja, wir befinden uns in einer wirklich gefährlichen Situation, aber wir müssen einfach ehrlich uns die Entwicklung angucken. Wer hat in den letzten 20 Jahren die UNO umgangen? Das waren vor allem die USA. Also mit ihren Kriegseinsätzen, um verschiedene Diktaturen zu stürzen. Das war doch im Großteil nicht von der UNO gebilligt. Und ich meine, ich bin absolut kein Hasser alles Amerikanischen, aber ich meine, das ist einfach eine Tatsache, dass so richtig es ist, die UNO wieder zu beleben. Aber da muss man auch, also man kann eigentlich nur hoffen, dass Trump oder die USA vielleicht irgendwie mal auch eine Krise erlebt, die sie dazu zwingt, also wieder sich an den Tisch zu setzen mit den anderen Staaten. Ich möchte nicht hoffen, dass es eine große Katastrophe gibt, weil natürlich die große Katastrophe ist dann das Letzte, was wir von dieser Erde wissen. Also was wir machen können, ist wirklich meiner Ansicht, dass wir mehr diskutieren, dass wir uns mehr treffen, also über alle Leute, die an Frieden interessiert sind, dass man auch ohne Berührungsängste mit allen politischen Spektrum über das Thema diskutiert und nicht sagt, du hast mal bei RT Deutsch geschrieben oder du hast auf einer Bühne gestanden mit einem, was weiß ich, Rechtspopulist oder sogar Faschisten. Also wir müssen dieser Kriegsgefahr ins Auge gucken und müssen uns zusammensetzen auf allen Ebenen. Die UNO ist nicht stärkbar. Die UNO ist nicht stärkbar in Zeiten, in denen Multilateralismus grundsätzlich als falsch anerkannt wird. Russland hält nichts von Multilateralismus. Es will sich nicht binden lassen durch internationale Beziehungen. Amerika hält nichts von Unilateralismus. Herr Trump sagt America first und er legt keinen Wert darauf. Es war Trump, jetzt komme ich Ihnen wieder entgegen, der zum Beispiel die Amerikaner aus der Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen rausgezogen hat, weil er es satt war, sich irgendwie menschenrechtliche Vorwürfe wegen Guantanamo und sonst was anhören zu müssen. Es ist nicht zu erwarten, dass China einer Stärkung einer multilateralen Organisation wie der UNO zustimmt. Die Burschen, die momentan eigene Interessen und eine Renaissance des Nationalismus verantworten, haben alles dagegen, die UNO zu stärken. Die einzigen politischen Kräfte, die das wollen, und auch nur sehr begrenzt, sind einige europäische Länder. Und selbst die Aufgabe von Frankreich oder England als ständiges Mitglied des Sicherheitsrats zugunsten eines Sitzes der Europäischen Union ist ein schöner Traum, der nicht wahrscheinlich ist. Also in dieser Hinsicht muss ich leider Wasser in den Wein gießen, aber genauso muss ich Wasser in den Wein gießen bei dieser ersten Diskussion. Ich bin zum Beispiel im Petersburger Dialog und es gibt die deutsch-russischen Jugend, das deutsch-russische Jugendwerk, und was dort passiert, ist nichts anderes als eine Imitation von Dialog. Es ist eine Aushöhlung von ernsthaften Dialogen zugange. Und normalerweise, Sie haben ein echtes Privileg, normalerweise finden derartige Diskussionen zwischen zwei Vertretern, die unterschiedlich auf dieses Land oder auf unterschiedliche Welt gucken, finden nicht mehr statt. Die einen bestätigen sich in dem einen Milieu und die anderen bestätigen sich in dem anderen Milieu. Aber das Setzen auf Dialog beispielsweise setzt wieder die Bereitschaft voraus. Es gibt ein Partnerschaftsprogramm der Freien Universität Berlin mit der Staatsuniversität Petersburg.
Wir haben einen engagierten, tollen, jungen Studenten dahin geschickt zum Russischlernen und gleichzeitig wollte er eine Arbeit schreiben in der Soziologie über die Frage, wo sind eigentlich in einem autoritären Staat sowas wie gesellschaftliche Freiräume für zivilgesellschaftlichen Protest. Und dann hat er sich angeguckt, passiert ja regelmäßig in Russland, wo gibt es eigentlich diese Demonstrationen? Zum Beispiel gegen Mülldeponien, zum Beispiel gegen Wasserverschmutzung. Ist nach Tscheljabinsk und das Erste, was passiert ist, war, dass ein Tscheljabinsk vom FSB festgenommen, rausgeschmissen und mit 4 Jahren Aufenthaltsverbot belegt wurde, weil der autoritäre Staat kein Interesse mehr daran hat, sich von irgendjemandem diskutieren zu lassen, wie schlecht die Umweltbedingungen in der Industriemetropole und Millionenstadt Tscheljabinsk sind. Das ist die Situation in der studentischen Kooperation. Die Bundesrepublik Deutschland und Russland hat eine sogenannte Roadmap für Wissenschaftskooperation beschlossen. Die russische Regierung weigert sich seit der Unterzeichnung Abkommen, sowas wie gesellschaftlichen Dialog mit reinzunehmen. Weil Gesellschaftswissenschaftler, Politikwissenschaftler, Historiker unter Umständen Probleme auslösen können. Dies ist ein Rückfall in den Kontrollstaat vor der Perestroika. Und dies zerstört damit jede Form von zivilgesellschaftlichem Dialog, der so wichtig wäre, aber er ist momentan nicht möglich. Ein bisschen hört sich das fast so resigniert an. Nein, keineswegs. Ich schreibe ja jeden Monat über Russland. Ich beschäftige mich ja permanent mit diesem Land. Ich gucke auf die Uhr und ich sehe noch 2 Wortmeldungen. Ich möchte bitten, Sie kurz zu halten und letzten Endes Frau Dr. Gavron um eine gewisse Toleranz bitten, dass wir vielleicht das akademische Viertel noch bekommen. Ich gebe jetzt, bin ich mal diejenige. Eigentlich hattest du dich zuerst gemeldet. Ich wollte nur noch mal auf die Frage zurückkommen. Ich bin nicht ganz zufrieden mit Ihrer Antwort gewesen, weil Sie gleich jetzt noch mal unter dem Wagnis der Entspannung mit Russland sagten, Sie messen Russland an den eigenen Prinzipien. Sie müssen aber Russland zugestehen, dass Russland auch Sie an Ihren eigenen Prinzipien misst. Ja, klar. Ja, aber damit kommen wir doch nicht weiter. Wir müssen doch erst. Doch, es sind die gleichen Prinzipien. Ja, nee, es geht doch darum, dass man ohne Vorbedingungen dahin geht, wir wollen die Verhältnisse entspannen und dann überlegen wir, wie wir das machen. Aber wenn Sie solche Bedingungen vorher stellen und ich wäre noch nicht mal ein halber Putin, aber würde ich sagen, nee, dann kommen wir nicht überein. Wir müssen noch ergebnisoffen rangehen, denke ich. Und jetzt funktioniert, ja. Ich würde noch mal sagen, was mich generell auch stört immer bei der Russland-Betrachtung ist, dass immer irgendwie von den schlimmen Zeiten vor der Perestroika, sprich der sowjetischen Periode von 1917 angesprochen wird. Was mich, nachdem ich nach der Wende da ein paar Mal war, eher erinnert hat, ist an vorsowjetische Zeiten. Also dass es sozusagen ein gewissen zaristische sozusagen Attitüden da wieder entstanden sind. Also insofern würde ich auch sagen, bei der Betrachtung von Russland muss man doch auch die ganze Geschichte in Blick nehmen. Und auch die Zeit wieder, also es ist eine Renaissance teilweise. Und ich finde, das wird überhaupt nicht beschrieben. Das ist immer so, aber so ein Ding, das ist nur nebenbei. Ich finde aber auch, Entspannung bedeutet, also wenn man merkt, und wir merken ja alle, es ist angespannt. In der ganzen Welt ist es angespannt. Und da ist eben die Frage, tatsächlich Bedingungen zu stellen, irgendwelche, also das geht eigentlich nicht. Das ist genau wie im Privaten. Da würde man ja auch sagen, die Stimme der Vernunft sagt einfach, die Türen müssen offen bleiben oder wenigstens nicht laut zugeknallt werden und nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und so läuft das ja teilweise. Also Auge um Auge, Zahn um Zahn, man weiß gar nicht mehr, wer angefangen hat quasi. Ne? Und es ist auch nicht immer so, das ist was Systemisches. Und die Welt schaukelt sich auf, natürlich auch, weil wir im Umbruchsprozess sind und weil die Globalisierung da ist und die Digitalisierung. Das alles muss man doch auch sehen. Und ich finde da wenig Klugheit bei unserer Regierung. Ich kann mich letzten Endes ja erstmal nur an mein eigenes Elternhaus wenden und nicht schon gucken, was der Nachbar falsch macht. Und das, finde ich, ist
Das ist, gilt ja für alle. Natürlich gilt es auch für die Russen selber. Bloß bei den Russen habe ich nicht den Eindruck, dass sie sich so das Maul zerfetzen über irgendwie deutsche Fragen, sondern wir reden immer, also als ich Marie-Louise Beck mal erlebt habe im Haus der russischen Kultur, wie sie, also so die ganze Reise war der Frage gewidmet, wie geht man also mit gleichgeschlechtlicher Liebe, wie wird da umgegangen mit. Da dachte ich dann auch irgendwie, ich weiß nicht, ob das das Thema Nummer eins sein muss. Das muss es nicht sein. Und sie als die Vorkämpferin, also immer so zu bezeichnen, ich finde das als, ich sag mal, ich fühle mich teilweise gekränkt. Das kann nicht sein, da ist so viel Blödheit auf dem Haufen. Das ist mir einfach zu dumm. Wenn es um Fragen von Frieden geht und von friedlichem Zusammenleben, dann kann man nicht so rangehen wie, du hast aber zuerst, das ist kindisch. Jeder Psychologe sagt eigentlich kindisch dazu. Und da ja jeder vor seiner eigenen Tür kehren soll, oder laut Jesus, was siehst du, den Splitter im Auge deines Bruders und den eigenen Balken vor der Stirn siehst du nicht. Und das fehlt mir generell. Das würde ich mir wünschen von Politik, von Öffentlichkeit, von Medien, von Wissenschaftlern, wobei Wissenschaft immer noch was anderes sein muss, finde ich, wenn es den Namen verdient. Also der ist ja völlig neutral. Aber das würde ich mir wünschen und so praktiziere ich das auch. Ich versuche das zumindest und ich springe immer auf Seiten von Minderheiten und ich glaube, das sollte man auch mal überlegen, wenn man merkt, jemand wird isoliert, dass man dann sagt, nein, keine Isolation, das ist ganz schlecht. Und ich finde, man kann ja Punkte finden, dass eher Russland isoliert wird als die USA zum Beispiel. Aber wie gesagt, Entspannung bedeutet wirklich Türen offen lassen, Dialog oder gesprächsbereit oder einfach die Kontakte suchen, offen dafür sein. Und ich finde, da fehlt mir Diversität in der Presse. Ja, da fehlt mir die Diversität, die muss einfach hergestellt werden. Einfach ein buntes Bild zu liefern, auch von Russland. Ein buntes Bild, was dem wirklich entspricht. Und das Bild von Russland kann ja nie einfarbig sein. Dazu ist es einfach zu groß. Nicht? Von Deutschland kann man das ja auch nicht machen. Ja, also wie gesagt, reden, Kontakt bleiben und Austauschprojekte fördern für Weltgewand. ja. Also ich würde mir wünschen, dass Deutschland auch glaubwürdig wird, indem es einfach mal wagt, zum Beispiel Menschenrechtsfälle sich dazu engagieren, die umstritten sind, auch mit dem Bündnispartner USA. Zum Beispiel, wenn man hätte Edward Snowden hätte man hier in Deutschland aufnehmen können. Und das hätte natürlich auch eine symbolische Wirkung gehabt, dass die USA sehen, also ich meine, die nehmen sich alles Mögliche raus, aber Deutschland könnte doch auch mal sich was rausnehmen. Also das wäre auch kein nationalistischer Schritt, das wäre ein Schritt der Menschenrechte. Oder wenn Deutschland zum Beispiel sich im Fall der ungeklärten Fragen in der Ukraine mit Odessa zum Beispiel da mal nachbohrt. Also das würde... Verstehen Sie, ich meine, also aus russischer Sicht kann ich nur sagen, ich lehne das natürlich total ab. Zum Beispiel, es wurde eine Gewerkschaft verboten jetzt, die Gewerkschaft der interregionalen Automobilarbeitergewerkschaft MPRA wurde 2007 gegründet bei St. Petersburg im Fortwerk. Das ist eine neue unabhängige Gewerkschaft. Die wurde jetzt verboten, weil sie vom Internationalen Automobilarbeiterverband gesponsert wurde. Die hatte meiner Ansicht nach absolut nichts Systemsprengendes, aber in dieser Zuspitzung jetzt, da leiden alle drunter, die also für soziale Rechte kämpfen, die für Aufklärung kämpfen. Und ich meine, der Westen, wenn der Entspannung will und Demokratisierung in Russland will, dann muss er genau im Prinzip jetzt drei Schritte zurückgehen. Militärisch und von der Sprache her, vom ganzen Gestus. Weil natürlich in Russland gibt es auch verschiedene Schattierungen. Die Leute, die von Stalin träumen oder die, was weiß ich, nur noch die harte Hand, das Nonplusultra, die den Zweiten Weltkrieg vor Augen haben, für die ist natürlich, sie scheinen sich im Recht zu fühlen, dass sie sagen, wir müssen hier die Studenten, was soll das uns bringen? Also das sind doch reine Spione. Also ich meine, das ist nur Denken. Und das muss man aber auch vor dem Hintergrund der heutigen Zeit einfach sehen. Vielen herzlichen Dank. Ich habe jetzt rausgehört, einerseits Dialog, Austausch miteinander, eine bunte Presse, Rüstungskontrollen. Das waren so die Stichworte. Vertrauensbildung, genau.
ganz wichtig. Und kein simulierter Dialog, sondern einer, in dem eben auch verschiedene Perspektiven erstmal vorkommen. Ich habe mich gerade an einen Buchtitel erinnert von einer Theologin, Dorothee Sölle, Ein Volk ohne Visionen geht zugrunde. Das heißt, ich möchte Sie jetzt noch mal kurz fragen, was ist Ihre Vision mit Blick auf Entspannung? Oder sagen wir mal so, ein konstruktives Verhältnis, machen wir mal nur Deutschland-Russland. Von Ihnen beiden maximal 3 Sätze. Als Wissenschaftler wissen Sie, wie Sie sie dehnen. Die Frage ist, was ist Ihre Vision? Schon eine Integration der Europäischen Union und dem Eurasischen Raum, weil die EU und die Eurasische Union schlicht und ergreifend sonst marginalisiert und ein Land nach dem anderen kaputt gehen wird, zerrieben wird zwischen China und den USA. Herzlichen Dank. Meine Vision ist, dass wir nicht, ich meine, das ist wirklich eine Vision, weil es realpolitisch zurzeit nicht umzusetzen ist, aber dass wir nicht denken in Form von Machtblöcken und wir müssen uns mit dem verbünden, weil wir sonst nicht mit dem, sondern dass wir, also ich glaube an eine Welt der sozialen Bewegung, also von Bewegungen, die für humane und soziale Rechte eintreten und die sich international verbünden und dadurch stark sind, also wie zum Beispiel jetzt die Klimaaktion oder viele andere Aktionen, die den Planeten retten sollen. Der eine hat als Politikwissenschaftler geantwortet und der eine als Journalist, mit der Sozialreportagen schreibt und Sinn hat für soziale Bewegungen. Ich danke Ihnen, dass Sie sich beide darauf eingelassen haben. Sie wussten ja so ungefähr, was auf Sie zukommt, weil Sie voneinander wussten, auf sehr verschiedene Perspektiven. Ich danke Ihnen sehr herzlich, was Sie beigetragen haben, weil das waren auch nochmal, denke ich, belebende Aspekte. Ich möchte Ihnen noch zum Schluss ein Zitat vorstellen, das da geht: Diplomatie ist wie das Weben eines Teppichs, der Fortschritt kommt nur millimeterweise. Ich denke, das ist wichtig und das ist von einem Said Jalil, iranischer Chefunterhändler, habe ich aus dem Internet. Ich weiß nicht mehr genau woher, aber das heißt doch, dass es vielleicht Sinn macht, die Perspektive des Konstruktiven nicht außen vor zu lassen, den Gedanken der Kooperation nicht ganz beiseite zu schieben und zu wissen, dass man aber trotzdem dicke Bretter bohren muss und dass es lange Schritte bedarf. So, ganz herzlichen Dank für die Diskussion und danke auch, dass wir hier im Tschechow-Theater genau die Diskussion führen konnten.